Der Produzent hat mir gesagt, dass ich zu wenig Filme anmoderiere. Weil du dich für die Gespräche interessierst. Nee, das ist dein Fehler. Ich sitze wie ein dummes Kind am Tisch und denke, ach, guck mal, das ist ja interessant. Und, so, und ich verliere manchmal richtig den Überblick, dass man sozusagen das alles noch dirigieren muss. Denke. Für jeden anmoderierten Einspieler bekommst du von mir 10 Euro und umgekehrt. Nee, das ist blöd. Wenn ich 3 Filme schaffe anzumoderieren, will ich von Philipp 30 Euro kriegen. Also vom Produzenten einfach. So blöd, wenn wir das miteinander machen. Das stimmt. Wie viel kriegt man für die schönste Zuschauer, Mats? 50. Verteilt es wirklich Geld? Also es kommt dann aber von euch. Okay. Guck noch einmal. Also pass auf, hast du gehört? 10 Euro für jeden, für einen anmoderierten Einspiel und 50 Euro für die Zuschauer, Mats. Von der Produktion, nicht für uns gegenseitig. Wir haben ja heute Gäste, leider, ne? Wir können leider wieder. Und Sarah Wagenknecht hat abgesagt. Gestern hat Sarah Wagenknecht abgesagt. Ja, und leider keine richtige Begründung, deswegen können wir nicht so aus richtig aus privaten kaufen. Gründen. Ich und? Mutmaße mal, ohne mich dazu sehr aus dem Fenster lehnen zu wollen, dass es irgendwas mit untenrum und Oscar Lafontaine zu tun hat. Na egal, wie setzen wir denn? Wer wo der sitzt? Leere Platz sitzt. Wo setzen wir Sarah? Wir hatten mal, Colleen Fernandes saß neben dir, leer, als sie nicht kam. Ja. Dann ich könnte das auf mich nehmen. Habe ich auch mehr Luft nach da? Kann ich meine Füße hier hinlegen oder so? Also ich finde Joachim Deutschland sehr, sehr nett. Er hat schon mal eine Bombendrohung losgelassen und Schlampe im gesagt. Dann kriegt er den Platz für... Den Sven-Marquardt-Platz. Ja. Ja. Und er ist neben mir der einzige Mann heute in der Runde. Ich habe mich noch nie so kaputt gelacht über die Vorbereitungsinfos wie bei deren Infos. Wirklich, ich habe die ganze Zeit gelacht heute Morgen. Die Internetfrau... Die Computerhackerin sitzt neben dir. So, ist das gut so? Silke Burmeister ist auf dem, wie heißt die Silke? Burmeister? Burmester? Ich Burmester. Muss dich gleich fragen. Burmester. Burmester. Weißt du auch, wie Worcester, nee, Worcester-Soße, wie heißt die Soße? Du bist doch Engländerin, Worcester-Soße. Worcester, sagt man. Silke das Booster. Wird geschrieben Worcester. Silke Booster. Gleich den Gag aufbewahren. Hast du irgendwas sozusagen im Kopf vorbereitet? Ja, aber es ist alles durcheinander. Gut, also, ich freue mich. Wir treffen uns hier gleich wieder. Ich komme. Die Würde des Menschen, liebe Wetten, dass Fans, ist unantastbar. Unsere beiden verwegenen Moderatoren, Charlotte Roche und Jan Böhmermann, meine Damen und Herren, versuchen es in den kommenden 60 Minuten trotzdem einmal. Viel Spaß mit Musik, Talk und verrückten Wetten, live aus der Mehrzweckturnhalle des VfL Sürth. Viel Vergnügen mit Roche und Böhmermann. Willkommen bei Wetten, dass. Schön, dass Sie hier sind. Das hier ist mein gut aussehender Kompagnon, Jan Böhmermann. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Und das ist meine Co-Moderatorin, sie hat sehr viel abgenommen. Es sieht alles total natürlich aus. Die bezaubernde Schauspielerin und Vollvibe, Christine Neubauer. Alias Charlotte Roche. Charlotte Roche. Aber was wäre diese Sendung ohne unsere Gäste, Charlotte, oder? Du stellst jetzt meinen ersten Gast vor, das ist nämlich meine Aufgabe. Ach so, bitte, gerne. Er ist Musiker gewesen, dann hatte er eine Psychose und jetzt ist er wieder Musiker. Joachim Deutschland! Schön gesagt. Ja. Schön gesagt.
Sie hat Blockflöte gelernt, dann ist sie Schauspielerin geworden und treibt jetzt als Blockflöte spielende Schauspielerin die Menschen in die Psychose. Katharina Schüttler. Naja, es reduziert. Sie ist eine Istin, Journalistin, Kolumnistin, Publizistin. Ich habe große Angst vor diesem Nachnamen. Ich werde es verhonken. Silke Burmister. Richtig. Burmester? Oder wie Worcester-Soße, Worcester-Soße, Böhmster. Das klingt fast wie Mister. Als würde es ein E und ein I machen, aber Silke Böhmster. Böhms, Booster. Worcester-Soße, wie Worcester-Soße. Lass Sie doch bitte sprechen. Es ist schön, dass wir darüber reden, weil es war wirklich viele Jahre lang sehr schwierig mit diesem Namen. Mittlerweile ist es ganz einfach Burmester. Burmester. Weil man kann den auch sehr verhökt. Verhonken. Ja. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und ich habe das hinter mir gelassen, auch das Trauma daraus. Und von daher Burmester, ganz normal. Apropos verhonkte Nachnamen. Burmester. Es geht bei unserer nächsten Gästin um keinen langen Nachnamen, sondern um einen sehr kurzen Nachnamen. Sie hat mehr Ahnung von Computern als wir alle zusammen. Sie kann ihren Arbeitsspeicher erweitern und Sachen zusammenlöten und ist überhaupt die ahnungsvollste Computertante am Tisch. Hier ist die Sprecherin des Chaos Computer Clubs aus Berlin, Konstanze Kohl. Ein sehr kurzen Nachnamen, eben kurz. Sie hat extrem stark gezupfte Augenbrauen und ist heute nicht da. Sarah Wagenknecht. Ja, sie hat ganz kurzfristig abgesagt aus persönlichen Gründen. Und hier kommt ihr Einspielfilm. Fuck! Ich könnte kommen! Die Mauer ist zwar übel, aber notwendig, findet Sarah Wagenknecht vor 20 Jahren. Und als die Mauer fällt, legt die damals 20-Jährige eigenen Angaben zufolge lediglich ihr Buch zur Seite und geht unbeeindruckt schlafen. Ein halbes Jahr vor der Grenzöffnung tritt die junge Marxistin Wagenknecht in die zerfallende SED ein. Skurriler mutet in der Biografie von Sarah Wagenknecht Niemeyer, der hobbymäßigen Joggerin und Liebhaberin von Waffeln mit Kirschen, nur noch an, dass sie ihren Noch-Ehemann, übrigens ein unter anderem nach Gewinnmaximierung strebender Geschäftsmann, am 5. Mai, dem Geburtstag von Karl Marx, heiratet. Die schöne Einzelgängerin ist solidarisch mit den greisen Linksikonen Hugo Chavez, Fidel Castro und Oscar Lafontaine. Mit letzterem teilt sich die attraktive Gegnerin von Krieg und offenen Haaren in der Öffentlichkeit ein Badezimmer. Dabei ist die seit ihrer Kindheit Bücher verschlingende Einserschülerin Wagenknecht doch eigentlich viel zu schlau für Personenkult jeglicher Art, findet jedenfalls Michelle Friedmann. Direkt aus der Mitte der Linkspartei in die Mitte der internationalen antikapitalistischen Plattform des mit kapitalistischer Präzision sozialistisch finanzierten Volksrundfunks. Freundschaft, Sarah Wagenknecht. Ausraster zu erklären, Entschuldigung. Ich habe geschrien und alle erschrocken. Wir haben eine Challenge laufen, weil wir gedacht haben, so ein bisschen Interaktivität zwischen Charlotte und mir kommt gut an beim Publikum. Wir haben eine Challenge laufen, inspiriert von Wetten, dass, der Lanz-Challenge, dass wir einen Wettbewerb, wer am meisten Einspielfilme anmoderiert, kriegt für jeden einmoderierten Einspielfilm 10 Euro. Ne? Und hier kommt jetzt ein weiterer Einspieler. Von Katharina Schüttler. Von einem Gast. Nein, stopp, ich habe angefangen. Und zwar suchen wir doch den schönsten Zuschauer von Rausch und Böhmermann. Und wir haben in den letzten Sendungen dazu aufgerufen. Und hier haben wir schon mal ein paar neue, schöne Gesichter zusammengeschnitten. Vielen Dank für diese zahlreichen Einsendungen. We love you. Super. Unsere Zuschauer, ne? Wir haben sehr schöne Zuschauer. So schön, ja.
Nächste Woche laden wir den schönsten Zuschauer ein. Und übrigens, dieser Einspieler war 50 Euro wert. Das ist ganz schön hinter. Wessen jetzt, Geld ist denn das? Das vom Gebührenzahler. Okay. Das Geld vom Gebührenzahler. Und er zahlt gerne. Gerne und sehr, sehr viel. Why not? Why not? So, jetzt geht die Sendung überhaupt nicht bald mal los. Ja, das ist wirklich, das ist nicht so gut, daraus eine Challenge zu machen. Der wahre Grund war, dass allen aufgefallen ist, dass ich nie Bock habe, die Einspieler anzumoderieren. Und Jan macht es immer. Und um mich sozusagen, um mir einen finanziellen Anreiz zu geben, gibt es jetzt dieses Spiel, damit ich auch mal was mache. Also mit Geld kriegt man dich. Ja, man kriegt Charlotte aber auch wirklich nur zu irgendwelchen Dingen, wie so eine Seelöwen oder wie so Robben oder Delfine. Man muss einen Anreiz immer, so einen Ball oder einen Ring. Und als das nicht mehr klappt, da haben wir halt Geld. Haben wir halt Geld. Und da hat Charlotte so Kunststücke gemacht und jetzt halt auch in der Sendung. Das hat nicht funktioniert. Ja doch, 50 Euro. Ja, aber der erste ist doch... Ja, aber das muss ja vorher abgesprochen sein. Ist ja auch egal jetzt, meine Güte. Was sagt ihr denn dazu, dass Sarah Wagenknecht nicht hier sitzt? Ich finde es echt schade. Ich hätte sie gern kennengelernt, ehrlich gesagt. Ja, wir auch. Also wir haben uns vor allem echt wirklich richtig gut vorbereitet auf Sarah Wagenknecht. Und das, also sie war für mich also ein absolutes Gäste-Highlight. So. Also, wir doch einfach super, sehen. Vielen Dank dafür. Nee, also ihr seid natürlich auch, also ihr seid auch Gäste-Highlights. Aber vor der hat man ja richtig Angst. Also ich hatte vor der richtig Angst. Ja, also hättest du keine Angst, wenn die hier sitzen würde? Das Ding ist, ich habe die neulich mal gesehen und erlebt. Die hat eine Blattkritik gemacht beim Spiegel. Also dann lädt der Spiegel, wenn sein Heft raus ist, Leute, die er für wichtig hält, ein, um das Blatt zu kritisieren. Achtung, das war schon eine Spitze, versteckte Spitze. Leute, die er für wichtig hält. Die aber nicht wichtig sind. Naja, da kommt ja nicht nur Sarah Wagenknecht, da kommt ja vielleicht auch mal Helmut Markwort oder... Die Geißen. Oder... Bert Wollersheim. Wie hieß der schwule Liedermacher? Welcher? Ralf Siegel. Ralf Siegel. Was, Entschuldigung, was bitte haben wir gerade... Haben wir gerade, hat hier gerade irgendjemand in der Runde Ralf Siegel schwul gehört? Ich habe es auch gehört. Es war zu spät. Also ich habe es nicht gehört. Ich hoffe, es war jemand mit einer guten juristischen Abteilung beim Arbeitgeber. Blattkritik beim Spiegel. Und ich hatte das Vergnügen, mir das angucken zu dürfen. Und da war sie da. Und von daher hatte ich da schon die Möglichkeit, mir die Frau anzuschauen. Und das ist echt spannend. Und von daher hatte ich mich sehr gefreut. Und finde das, also ich glaube, keiner ist so enttäuscht wie ich, dass sie jetzt nicht hier ist. Ja, das glaube ich weil nicht. Weil ich nicht weiß, ob... Ich habe sie auch schon mal getroffen. Ich habe es gesehen. Es war wirklich ein intimer Moment. Und ich glaube, sie hat wegen privater Gründe abgesagt. Ich glaube, sie hat einfach am Montag herausgefunden, dass wir schon mal uns getroffen haben und dass es für sie eher nicht so gut ausgegangen ist im Nachhinein. Naja, also das ist ja ich so ein Verarschungseinspieler. Also können die nicht Verarschungseinspieler. Ja, aber du hast sie ja veräppelt. Du hast ja unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sie interviewt. Und habe mich dann in sie verliebt im Gespräch und habe sie halt angebaggert und habe... Das Problem ist aber, glaube ich, dass während dieses Anbaggerns Einspielfilme gezeigt werden, wo Jan mit nacktem Oberkörper auf einem weißen Pferd reitet. Und mit nacktem Oberkörper als Stalljunge das Heu schaufelt. Genau. Und aber ihm gegenüber sitzt Sarah Ich glaube, Wagenknecht. Es hat aber damit nichts zu tun. Es ist wirklich private Gründe. Irgendwas im Saarland muss gerichtet werden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas, ich will mich da jetzt nicht... Schade. Wir haben wirklich tolle Fragen vorbereitet. Ist ein bisschen... Stell dir doch jemand anderem deine Frage. Ja. Frau Burmester, wie machen Sie das eigentlich mit Ihren Augenbrauen? Und warum ist Ihr Haaransatz so weit unten? Aber das sind ja so Fragen, die sind ja nun... Das stimmt, das funktioniert nicht. Ist ja nun uncool, nicht. Wenn ich die Ihnen hier ja, stelle. Ja, total scheiße. Eigentlich Ihnen oder Sie? Was ist Ihr oder Ihnen dir lieber? Sie das oder ist du? Bestimmt in dem Einspieler von ihr zu erkennen, ob man sie siezt oder duzt. Hier ist er. Taz, Nido, Stern, Zeit, Zeitmagazin, Spiegel Online und Planet Pussy. Kultur, Reisen, Medien, Reportagen, Interviews. Silke Burmester, geboren 1966, ist eine Printjournalistin, wie sie im gedruckten Buche steht. Die streitbare, leicht gutmenschelnde Anwohnerin der berühmt-berüchtigten Hamburger Schanzenstraße ist übrigens nebenbei auch noch Mitglied diverser Preisjurys. Man sollte sich also gut mit ihr stellen, wenn man Bock auf eine Auszeichnung hat. Also, schlechte Karten für den leicht ausgelatschten ZDF-Morgenmagazin-Turnschuh und Nudelsuppenfreund Cerno Jobatay, den Silke Burmester so kacke findet, dass sie die Internetgemeinde darum bat, ihre Seite häufiger zu liken als die des flippigen Teleprompter-Junkies aus dem Hauptprogramm. Wir wissen nicht ganz genau, warum wir Silke Burmester, Kolumnenkönigin, Twitter-Göttin und Ghostwriterin der Tagebücher der Carla Bruni eigentlich eingeladen haben, versprechen uns aber einiges an medienreflexivem Input durch ihre Anwesenheit.
Es geht um Liebe, Nahrung und das Miteinander. Hallo, Silke Burmeister. Wir müssen ja immer aufpassen, dass man nicht schon sein... Vielen Dank. Dass man nicht immer schon sein ganzes Pulver verschießt, wenn man die Gäste in der Maske trifft und so. Und du hast gerade in der Maske gesagt, du willst uns gerne eine Frage stellen. Da haben wir immer gesagt, nein, nein, mach das in der Sendung. Du meinst, nee. Du hast ihn gefragt, warum habt ihr mich eigentlich eingeladen? Ja. Und das Lustige ist, guck mal, das, was ich heute Morgen vorbereitet habe, als erste Frage ist, warum haben wir die eingeladen, Jan? Nee, aber das ist überhaupt nicht böse gemeint. Sondern ich bin sozusagen einfach nicht gebildet genug und kenne dich nur aus der Spiegelkolumne. Erstmal. So. Und dann habe ich mich vorbereitet und ich habe noch nie so viel gelacht über die Vorbereitung von einem Gast. Also du hast so viele lustige, coole, schlaue Sachen geschrieben, dass ich jetzt wieder weiß, warum wir dich eingeladen haben. Ah, ja, schön. Vielen Dank. Ja. Jetzt hat es sich schon gelohnt, hierher gekommen zu sein, von daher. Es gibt umsonst Wasser, es gibt umsonst Whisky. Übrigens, für Leute, willst du Whisky? Ja, finde ich. Pass auf, wir haben, das ist ein ganz kompliziertes Wort, auch retoscheln, ich glaube, es ist Hobbit-Sprache, irgendwas, Single Malt, Three Woods, auch entoschen. Da spricht der Experte, danke. Auch entoschen. Hast du eine Ahnung, wie man das ausspricht? Ja. Wie, sag mal. Weiß jetzt nicht. Achso, weißt du auch nicht. Vielleicht irgendwie eine Programmiersprache, nee, Turbo Pascal, Basic, nee, oder C++. Auch in Toschen. Single Malt Scotch mit viel Johannisbeere, brauner Zucker, Orangenschalen und Pflaumen, erfrischende Früchte, Hauch Haselnuss. Und wir haben viel Alkohol auch. Und sehr, sehr viel Alkohol. Ja, ja. Hauptsächlich eigentlich Alkohol. Das einschütten und nicht trinken, das sieht schön aus auch. Warum bist du denn auf einmal so charmant, dass du hier rumkommst? Das hast du noch nie gemacht. Das ist doch immer charmant. Gedacht, ich habe gerade 60 Euro verdient. Du, also echt total, ja, gerne. Ich möchte nicht, Dankeschön. Bist du ein, kennst du dich aus mit hartem Alkohol? So, ich habe früher Whisky getrunken gerne, ja. Crack nicht mehr? Hab ich, nee, gar nichts mehr. Darfst du gar nichts mehr trinken? Ich trinke einfach nichts mehr, ja. Und auch den Geruch macht dich das... Das mag ich nicht. Geruch, alles, Alkohol mag ich nicht mehr. Warst du mal Alkoholiker? Ich war nie Alkoholiker, nein, nix. Ja, weil du jetzt so kategorisch sagst, nein. Mir hat es einfach nicht mehr geschmeckt, ich habe dann aufgehört. Mhm. Charlotte hat dich vorhin so ganz keck vorgestellt, er war Musiker, dann hatte er eine Psychose und dann war er Musiker. Es ist aber, beschreibt nicht relativ präzise, so in knappen Worten, was dir so passiert ist. Ne? Auf jeden Fall, ja. Punkmusiker und dann... immer noch Punkmusiker, aber verrückt halt. Also, du bist verrückt geworden. Du bist wirklich verrückt geworden. Genau, richtig. Aber lass uns doch nicht den Einspieler vorwegnehmen. Leute, hier. Geht keine Sau. Ja, fick dich hier, da. Ganz egal, wo du dich rumtreibst, ich hoffe, es geht dir schlecht. Du Schlampe, du Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. Du Schlampe, du Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. Komisch eigentlich, dass Christoph Faber zurzeit keinen Plattenvertrag hat. Das war vor knapp 10 Jahren anders. Da machte der Deutsch-Amerikaner als Joachim Deutschland die Bühnen des Landes mit eben solchen Texten und schrubbeligem Deutschpunk unsicher. Dann die Versenkung. Joachim Deutschland droht mit einer Bombe und wird in die Psychiatrie eingewiesen. Diagnose, Psychose, nicht so gut. Der Vater von 3 Kindern verdiente sein Geld als Straßenmusiker, ließ sich bei RTL in Supertalent vorführen und ist womöglich kein besonders gern gesehener Gast am Esstisch von Edmund Stoiber und Familie. Joachim Deutschland, bist du jetzt wieder da? Geläutert? Gesund? Christoph oder Joachim? Wie ist das Leben in der Geschlossenen? Wie konnte es so weit kommen? Und wie geht es so allgemein, gesundheitlich wie beruflich? Cooler Einspieler. Ja, aber die Frage muss ja erstmal gestellt werden. Erstmal, wie geht's? So gesundheitlich und beruflich. Mir geht's super. Ja? Mir geht's super. Also ich habe wirklich Jahre hinter mir, wo ich jeden Sommer in der Psychiatrie war, so geschlossene Anstalt. Und jetzt bin ich 3 Jahre nicht mehr drin, so. Und mein neues Album ist fast fertig, wir gehen auf Tour und ich bin wieder voll da. Ne? Erzähl mal ganz kurz, wie das damals war, als du schizophren geworden bist. Woran merkt man das, dass man verrückt wird? Hast du das gemerkt? Ja, jedes Mal. Ich habe es jedes Mal gemerkt. Und eine Psychose ist sehr typisch, weil sich das langsam entwickelt. Also es ist nicht so, dass man irgendwann aufwacht und dann irgendwie Paranoia hat, sondern das entwickelt sich so langsam. Also aber was sind denn Anzeichen dafür? Woran merkt man das, dass eine Psychose
beschleicht. Man merkt es, wenn man merkt, dass man plötzlich nackt auf der Straße steht zum Beispiel. Ja, aber doch nicht plötzlich. Man steht auf einmal und denkt man, nee, man geht nackt raus. So. Man macht es extra. So. Man denkt sich, okay, ich gehe da jetzt. Also bewusst, du hast gesagt, ich gehe jetzt da raus und mache das. Und während du das gemacht hast, wusstest du, dass ich war mir dessen bewusst, genau. Und dass es nicht in Ordnung ist für manche Leute, die das sehen. Oder? Das war mir aber egal. Okay. Also in der Psychose ist einem alles andere völlig egal. Also es geht nur noch um den eigenen Film. Ne? Also man aber schläft wenig. Aber auch um die Provokation oder so? Oder um das, was passiert, wenn ich das mache? Nee. Also ich habe zum Beispiel da gibt's keinen Grund dafür. Da gesessen, als ich mich umgezogen habe. Dann dachte ich, es ist ja eigentlich peinlich, dass man sich jetzt umzieht so ein bisschen. War mir so unangenehm. Dann habe ich kurz den Gedanken gehabt, wie das wäre, wenn man sich einfach nackt hier hinsetzen würde. Aber nicht, dass ich das dann machen würde. So wie wenn man manchmal aber so... Aber so fängt es an, oder? Also ja. Die... Es fängt damit an, dass man wenig schläft, wenig isst, so, nicht auf sich achtet. Und dann ist es wie ein Film. Also man sieht ein UFO und dann will man wissen, wo man es gelandet ist. Dann muss man da hin und es ist irgendwie... Aber es ist halt nicht wirklich da, das UFO. Doch, klar ist es da. Ich sehe es ja. Haben denn Freunde gemerkt, dass du dich damals veränderst? Also ey, ja, auf jeden Fall. Es haben nicht nur Freunde gemerkt. Ja, ja, natürlich. Was ist los mit dir? So, ich war auch nicht mehr zu fassen. Ich habe meinen Geburtstag mal gefeiert, irgendwo in so einem Club und habe Leute aus der ganzen Nation eingeladen und bin dann nicht hingegangen. Sondern war lieber irgendwie am Strand, am Wasser und habe es beobachtet. Und hast du auch Stimmen gehört? Nein, ich habe keine Stimmen gehört. Aber ich hatte tierische Paranoia. Also ich dachte, mich will jemand erschießen und ich muss mich die ganze Zeit verstecken. Und wenn ich irgendwann mal... ganz früh morgens nach 7 Tagen nicht schlafen, irgendwie nach Hause gegangen und hatte so das Gefühl, dass die Vögel in den Bäumen meine Gedanken sprechen und so. Und man ist in einer völlig anderen Welt, also die ganzen Regeln. Aber es ist nicht von Drogen passiert oder so, weil man kann ja sei auch ehrlich, praktisch wir können auch piepsen. Hast du irgendwie eine Psychose kriegen? Also ist man praktisch wie so hängen bleibt. Sein. Sie kann, also wenn man, wie gesagt, nicht viel schläft und nicht viel isst, also wenn man sich irgendwie, aber dieses biologische Problem muss da sein. Also eine Psychose hat man. Das heißt Leben auch Veranlagung. Lang. Also du hast es vererbt von deinen Eltern. Kann sein, dass es vererbt ist. Entschuldigung, wenn wir uns jetzt darauf so fixieren, ich möchte die Stimmung gerne auflockern mit einem Einspieler von Katharina Schüttler. ja, weil ich will jetzt nicht unsensibel sein, aber ich finde es auch wichtig, dass wir unsere... Das ist von dir sehr unsensibel. Nein, aber ich finde, nimm das ganz wieder kurz, zurück, dass nein, du den Einspieler ja, anmoderierst. Ganz kurz, ich finde, das Thema ist sehr wichtig, wir können auch gerne weiter darüber reden, aber ich möchte gerne alle Gäste in die Runde rein und wie sich das gehört, für einen guten Gastgeber. Das ist Katharina Schüttler, meine Damen und Herren. Schon früh ist die kleine Katharina fasziniert von jenem magischen Musikinstrument, das schon so viele Menschen auf der ganzen Welt mit seinen bezaubernden Klängen in den Wahnsinn getrieben hat, der Blockflöte. Mit 8 verdient sich die 1979 geborene, flötenambitionierte Katharina mit dem hölzernen Folterinstrument ein paar Mark in der Kölner Fußgängerzone. Dass die exzentrische Tochter zweier ausgebildeter Schauspieler später auch größere Bühnen bespielen würde, steht schnell fest. Katharina Schüttler, von der natürlich immer schönen Iris Berben anerkennend, Kampfmaschine genannt und die beste Freundin von Daniel Brühl, studiert nach dem Abitur Schauspiel in Hannover. Es folgen große und kleine Filmrollen und Theaterengagements. 2006 wählt die Theater heute die sehr schlechte Lügnerin und leidenschaftliche Steuerzahlerin Katharina Schüttler zur Schauspielerin des Jahres. Bei der Dankesrede nach der Verleihung des Ulrich-Wildgruber-Preises greift Katharina, inzwischen Mutter einer Tochter namens, kein Scherz, Minze, noch einmal zur Flockblöte und quält das Publikum zum Dank mit einer hirnhauterschütternden Blockflötenversion von »I did it my way«. Leicht neurotisch, exzentrisch, sympathisch, »Hi, Schüttler«. Pass auf, und jetzt kommt nämlich die einfühlsame Frage direkt an das Thema vorher anschließt. Vielen Dank für die 10 Euro, für die ich gerade Joachim Deutschland verraten habe. Ja, aber echt. Arschloch. Hast du schon mal Angst davor gehabt, verrückt zu werden? Nee. Nee, aber ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wie das passiert. Ja. Also wie das passiert. Es gibt zum Beispiel in Berlin, wo ich wohne, in der Gegend eine Frau, die, glaube ich, Schauspielerin war und die verrückt ist. Und ich finde das total faszinierend. Also so, wann kippt das? Wann? Es geht langsam. Also bei einer Psychose geht es langsam. Das merkst du gar nicht. Das schleicht sich einfach ein. Und irgendwann ist man drin und ist nicht mehr ansprechbar für andere Leute. Und hast du auch wache Momente zwischendrin, dass du dann realisierst, warum habe ich jetzt gerade nackt auf... Nein.
Nein, es ist einfach ein langsamer Weg bergab und man kriegt ihn mit, aber man verhindert ihn eigentlich bewusst nicht. Es gibt seitdem das bekannt ist, dass ich irgendwie psychische Probleme habe, kriege ich auch dauernd E-Mails von Leuten, die ähnliche Probleme haben. Mhm. Und in der Klinik habe ich viele Leute kennengelernt mit denselben Problemen und auch eben Depressionen und verschiedene psychische Störungen. Und eine Psychose ist wirklich biologisch und kann ausgeschaltet werden durch Medikamente, anders als eine Depression. Eine Depression hat man sein Leben lang und leidet auch sein Leben lang, mal mehr, mal weniger. Das heißt, du musst jetzt Psychopharmaka nehmen. Genau. Und die machen wahrscheinlich nicht nur Gutes mit dir, oder? Die machen ein bisschen müde. Ich nehme die, ja, die machen ein bisschen müde. Und deswegen auch kein Alkohol? Nein, vorher schon nicht. Okay. Ja, vor der Klinik schon. Ich habe wahnsinnig Angst. Ich würde gerne was fragen. Ist es eigentlich okay, dass man darüber lacht? Wer, ich oder? Nein, ich jetzt zum Beispiel, wenn du das erzählst. Und du erzählst es ja auch sehr unterhaltsam. Und man hat schon den Impuls zu lachen, das mit dem UFO oder auch mit dem Nacken. Ist das eigentlich in Ordnung, dass man darüber lacht? Oder ist das, weil ich meine, das ist ja eine Leidensgeschichte. Es ist keine Leidensgeschichte. Es ist schon eine Leidensgeschichte, wenn man drin ist, aber danach ist es eigentlich ganz cool. So, weil man kann. Also wir sollen jetzt ordentlich drüber lachen. Ja, aber man kann Lieder schreiben, so. Es gibt witzige Geschichten, die man erzählen kann. Wenn man sich selbst ausdenkt und dann auch, ja. Und es ist krass. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt in 10 Minuten 3 Alben schreiben mit dem, was ich erlebt habe. Weil es war nicht nur einmal in der Klinik, das war über viele Jahre. Und warum immer im Sommer? Du hast gesagt, du warst immer im Sommer da? Schönes Wetter? Nein, weil im Sommer ist halt, da kann man länger draußen bleiben. Es ist einfach so eine Sache. Ich war in so einer destruktiven Beziehung zu der Zeit. Und habe dann jede Minute genutzt, um hier rauszugehen. Und im Winter ist es halt ein bisschen kälter, da geht man dann nach Hause. Aber im Sommer kann man 7, 8 Tage nicht schlafen, ohne dass man irgendwie friert dabei. Und dann, das begünstigt halt den Weg der Psychose, weil in der Psychose will man, also man trifft die Entscheidung gar nicht mal so richtig bewusst, sondern man folgt einfach seinem Instinkt einfach. Ich will da rein, ich will da nicht rein, ich hole es so. Man ist nicht mehr intellektuell, sondern... Hast du schon mal Angst davor gehabt, verrückt zu werden? Also ich wundere mich manchmal und frage mich, ob das noch normal ist. Ja. So vielleicht. So Gedanken, dass du dir so viele Gedanken machst, meinst du? Ja, oder irgendwie auch so diese Sache mit dem, als du eben sagtest, mit der Überlegung, ob man da jetzt einfach mal nackt rausgeht. Also sowas habe ich dann irgendwie auch. Also jetzt vielleicht nicht nackt, aber irgendwie sowas total Beknacktes zu machen. Ja. Und dann frage ich mich, ist das jetzt noch normal? Oder ist das schon, weil ich irgendwie ein bisschen Gaga bin? Ich glaube, der Impuls ist schon normal, aber dann darauf zu reagieren, dass man es wirklich macht, ist dann nicht normal. Und das ist halt die Barriere, die man bricht in der Psychose. Also eine Psychose gibt man einfach nach, allen Gedanken, die man hat. Also wenn ich nach Sylt schwimmen will. Aber du hast ja auch eine Realitätsverschiebung. Das ist ja doch mal das Entscheidende, ja, glaube ich. Deine Realität ist ja eine andere. Eine ganz andere. Machst du dir denn Sorgen? Weil du fragst so, ich finde das interessant. Ich frage mich, ob das quasi eine Psychose was ist, was darauf folgt, dass man sich sehr viele Gedanken zu allen Sachen macht. Ich mache mir immer sehr viele Gedanken über alle Dinge. Du dir doch auch. Wir machen uns beide immer sehr viele Gedanken über Sachen. So. Ja. Grübel, die ganze Zeit. Ja, genau. Jan und ich haben große Probleme einzuschlafen, erzählen wir uns immer. Ja. Genau. Ja, weil wir abends, wenn wir abends nebeneinander im Bett liegen. Über den Unsinn des Lebens. Genau, wir wohnen nämlich wie Ernie und Bert zusammen in so einer WG und abends ziehen wir so Schlafanzüge an, wo ein C drauf ist und ein J. Und dann liegen wir nebeneinander im Bett und können nicht schlafen. Aber ich frage mich, ob das so eine logische Fortführung von Grübeltum ist. Auf jeden Fall. Ja. Also das, du bist eigentlich zu schlau für die Welt und deswegen bist du dann irgendwann verrückt geworden. Viele, die eine Psychose haben, eigentlich alle sind sehr sensibel. Und es sind viele Künstler dabei. Ich hätte trotzdem ganz gern für die vielen Kinder, die da jetzt zuschauen, dass man nochmal sagt, dass das durch Drogen ausgelöst werden kann. Genau, aber auch durch Drogen wieder weggehen kann. Nee, aber es gibt auch viele Leute, die nehmen Drogen und da passiert gar nichts. Ja. Ja. Es ist einfach ein Spiel. Kann man trotzdem nochmal sagen, dass es mit den Kiffen so eine Sache ist? Das erreicht bei ZDF Kultur erreichst du damit niemanden, weil die alle so stone vorm Fernseher oder der Mediathek hängen. Absolut keiner irgendwas schnallt. Konstanze, kurz, willst du dich nicht vielleicht hier hinsetzen? Das ist doch viel geiler, wenn du ein bisschen. Nein, dann steht da ich würde mich da total gerne hinsetzen. Ja, kannst du gerne machen. Darf ich mich da hinsetzen? Weil es ist sonst so eine Lücke hier, das ist so blöd irgendwie. Ja, ich weiß, seit ich da reingekommen bin, dachte ich, ich würde total gerne auf dem Platz von Sarah. Ja, absolut gerne. Und gerade weil Konstanze Kurz sich nicht umsetzen will, zeigen wir jetzt ihren Einspieler. Als ich gerade die Schilder umgestellt habe, ne? Echt, also wirklich. Für 10 Euro. Lächerlich. 10. Wright. Er lebt in der Maschine, ist sozial nicht integriert, hat Probleme mit Frauen und kriegt alle Probleme gelöst. Zitat Ende. 20. Go to Konstanze Kurz. Die überwachungssensible Digitalspezialistin Kurz bewundert Enterprise-Cheftechniker Scotty, Ursprung des Zitats,
als Urvater aller Nerds. Denn die 1974 in Ost-Berlin geborene Informatikerin ist Autorin, Wissenschaftlerin und Nerdess. Ein weiblicher Nerd, ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs und allerbeste Auskennerin in der gleichermaßen gefährlichen wie magischen Welt der vernetzten Bits and Bytes. Den hypergeheimen Bundestrojaner bezeichnete die Tochter eines Bausachverständigen und einer Archivarin schon mal als dilettantisch programmiert. Weil sie die Bezahlkarte der Unimensa knackte, darf sie dort nicht mehr essen. Konstanze Kurz ist natürlich nicht bei Facebook, meidet Google und besitzt ein abhörsicheres Handy, denn sie ahnt, weiß oder meint, dass in Deutschland mehr Telefone abgehört werden als in den USA. Romantische Erinnerungen hat die Passwortfetischistin an ihren ersten eigenen Computer, einen 386er mit Nadeldrucker. Wir sagen es mal in gutem alten Basic: 30 write, hallo Konstanze Kurz, 40 go to 30. Konstanze Kurz, werden wir wirklich so doll abgehört, wie du vermutest? Naja, das sind ja nicht unbedingt Vermutungen. Also, ich meine, das ist ja. Gibt es Beweise dafür, dass wir abgehört werden? Wir haben offizielle Zahlen, die natürlich von der Bundesregierung rausgegeben werden. Ich jetzt auch, oder ist es bei mir nur eine Psychose? Da bin ich jetzt nicht sicher. Good one, man. Der Einzige, der lacht, ist der eine hatte. Weißt du? Alle ihr versteht sich, euch richtig gut. Jetzt hört mal auf zu streiten, ich habe ein paar Nüsse mitgebracht. Oh, ja. Echt, wo hast du die denn her? Friedrichshain. Oh, Friedrichshain. Das ist dieser kultige, angesagte Bezirk in Berlin, wo alle sich gerade zum Gentrifizieren treffen. Ist da jetzt kein LSD dran? Das ist ja lieb. Hipstermäßig. Ja, aber nicht, dass das jetzt irgendwelche... Because I'm a little bit nuts, you know. Crazy. You're crazy like a fool. Ja, natürlich habe ich vorbereitet, klar. Ich hab in letzter Zeit so Probleme mit meinen Taschen hinten am Weisheitszahn. Wenn ich Nüsse oder Sesam esse, wirklich, dann so kleine Partikel. Ist beides drin. Ja, eben. Und wenn so kleine Partikel von Sesam und Nüssen verkriechen sich in meiner Tasche hinten, Zahnfleischtasche, am Weisheitszahn und gehen dann nicht mehr raus, nicht mehr manuell, also manuell muss man die rausmachen, nicht mehr mit Zahnbürste. Lecker. Also rausschaufeln. Ich habe mir mit so einem Schaschlikspieß so einen Haken gebastelt und kann dann da... wirklich. Zeig mal. Wirklich, ja, das ist jetzt... Nein, ist schon gut. Mit Nüssen ist wirklich eklig. Konstanze Kurz, ich werde von dem Jan immer verarscht, weil ich habe auch Angst, dass wir überwacht werden und gehackt werden und alles. Und ich habe auf allen Laptops zu Hause die Kamera abgeklebt, weil ich Angst habe. Ja, ne? Echt? Hör auf. Siehst du, Jan, ich bin die hat Ahnung Runde, und du checkst Ich bin es der Einzige in der Runde, der wirklich Angst davor haben müsste, dass jemand... Nein, come on, das ist nicht wahr. Na, es gibt bei vielen Betriebssystemen die Möglichkeit, hinterrücks an die Kamera zu kommen. Und wenn man das mal gesehen hat, dann klebt man die ab. Ich habe mir einen Linux-Fan. Weißt du, man sitzt dann oben ohne und macht Online-Shopping und popelt die ganze Zeit in der Nase und isst so seinen Popel. Und dann hat jemand die... Hat ich jemand weiß nicht, ob es vielleicht schlimmer ist, es einfach im Fernsehen zu erzählen, statt heute. Ja, aber das ist ja der ultimative Trick, weil man kann dann nicht mehr erpresst werden mit den Bildern. Ach so. Verstehst du? Cool. Ich weiß nicht, aber jetzt ist, glaube ich, man fühlt sich... Die meisten fühlen sich, glaube ich, angenehmer. Wie? Weil man nicht beobachtet werden kann das von diesem einäugigen Ding. Ja, aber ist man denn wirklich so in Gefahr, abgehört zu werden in Deutschland? Wie du, also man muss schon sagen, dass die Deutschen, also jetzt die offiziellen Behörden, da sind wir schon Weltmeister international. Also uns wird relativ viel abgehört, ja. Aber warum? Weil wir mehr Verbrecher sind hier in Deutschland als anderswo? Nö, kann man nicht sagen. Wir sind ja eigentlich ziemlich kriminalitätsfrei. Haben wir die DDR nur scheinbar aufgelöst? Was bitte? Ob wir die DDR nur scheinbar aufgelöst haben? Ich glaube, so tarnmäßig. Ich meine, ich wäre generell misstrauisch gegenüber Deutschen. Wir haben zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen. Ich möchte nicht ausschließen, dass noch einer kommt. Generell, man sollte auf uns aufpassen, aber das müssen wir irgendwie selber machen. Ich glaube, man sollte vorsichtig sein mit irgendwie historischen Vergleichen. Absolut nicht. Historische Vergleiche, da sollte man nie vorsichtig mit sein. Müssen wir da nicht den Knopf drücken? Nee. Hitler war... So. Also, natürlich sind wir ein Rechtsstaat. Bei uns wird abgehört nachdem der Richter Ja gesagt hat, anders als in der DDR. Und er sagt häufiger Ja als in der USA. Der sagt bei uns sehr häufig Ja. Aber warum ist das so? Ja, aber da muss sozusagen immer ein Richter Ja sagen, bevor man jemanden abhören darf? Oder darf man, wer auch immer Mann ist, dürfen die sich einfach sagen? Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also wenn man über Polizei redet, dann muss in der Regel ein Richter zustimmen. Außer das ist sehr eilig, dann muss kein Richter zustimmen, sondern erst nachher. Aber wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge Geheimdienste. So 19. Genau, und die dürfen aber machen, was sie wollen. Oder? Da überprüft nicht wirklich jemand, wer wann wo abhört. Wir haben auch strategisch das Abhören. Aber würden die dann auch aus Spaß abhören, sozusagen aus Langeweile, weil die keine Kriminellen finden und dass die dann so denken, voll super geil. Jetzt zum Beispiel Thomas Gottschalk aus Spaß abhören. Ja, würde ich voll gerne. Ich würde das machen. Ja. Wenn das mein Beruf wäre,
dann würde ich das, dann würde man das so machen. Weil das habe ich zum Beispiel gedacht, ne, ich hätte mich auch so auf Sarah Wagenknecht gefreut. Weil ich dachte, es ist so lustig, weil letzten Endes ist ja jeder Mensch ein echter Mensch. Und man vergisst, also ich vergesse das manchmal. So, ich finde so Menschen, die man so kennt aus der Medienkultur oder wie auch immer, oder Politiker oder irgendwie so, geht manchmal mir verloren, dass das ja einfach stinknormale echte Menschen sind, mit denen man auch in der Klasse in Bio hätte sitzen können, wären die halt bei einem in Bio gewesen oder so früher oder so. Naja, irgendwo hört es auf, ne? Also es gibt so ein paar Leute, die, wo man sich das nicht mehr vorstellen kann. Und bei wem denn zum Beispiel? Trotzdem Angela Merkel. Ja. Ja, die machen auch alle AA zum Beispiel. Aber mit der das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, doch, bei allen. Nee, ich kann es mir bei manchen Leuten. Aber das Irre ist ja, finde ich, dass es so ist. Und wenn man die dann kennenlernt, mag man, dass es ja wirklich so ist. Hm. Also ich finde immer, deswegen finde ich das so toll, jemanden kennenzulernen, also wo man das vorher hatte, und zu merken, ist ja totaler Quatsch. Ich hatte mal eine Zeit lang wirklich Angst, abgehört zu werden, weil als wir diese Politiker-Interviews gemacht haben, wo auch Sarah Wagenknecht zum Beispiel drunter fiel, habe ich gedacht, weil wir dann auch teilweise den Bundesaußenminister versucht haben, so Guido Westerwelle zu veräppeln und sowas, dass wir dann irgendwann schon so Bereiche tangieren mit unserem Spaßquatsch, wo wir so Sicherheits... Schwierigkeiten bekommen. Ja, wirklich. Also wenn du deinen Bundesaußenminister verarschen möchtest, eines so wichtigen Landes wie der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich frage mich, ja, das doch egal ist, oder? Das ist also nämlich die Frage. Ist das nicht dann egal, ist wenn doch du eine abgehört Psychose, wirst? Weißt du? Ist weil jetzt dann nichts bei rauskommt, weil es so langweilig ist, dich abzuhören. Na. Also ich würde lieber Charlotte. Also ich würde gerne mal meine Laptop-Kamera zum Beispiel mehr. Also ich habe ein Lied über einen deutschen Politiker geschrieben und dann haben sie mir die deutsche Staatsbürgerschaft abgenommen. Welchen denn? Edmund Stoiber. Ja, der ist ja auch kein Deutscher. Also wirklich. Ja. Ihr seid alle Rassisten. Nein. Nee, der Edmund Stoiber ist kein... Aber da haben Sie die Staatsbürgerschaft abgenommen? Du bist jetzt staatenlos oder was bist du? Nee, ich bin Amerikaner. Könntest du die schlimmsten Zitate aus dem Lied mal kurz vortragen? Das Lied will ich nicht nochmal wiederholen. Warum das ist, nicht? Ja, weil es suspektlos war. Geht es da nicht um die Tochter? Es geht ist um das Töchter, eine Fantasie, um wie Frau, du Sex hast Fantasie mit den Nein, ich Töchtern? Wollte ihn beleidigen. Ihn jetzt? Mich, ja, weil also er ich dachte, mich, das war ein Kompliment für die Töchter. Nee. Wenn du das, dass du das so nimmst, sehr klar. Ja. Warum? Mich würde ja mal interessieren, warum sagen Männer eigentlich immer, ich ficke deine Mutter, wenn sie einen Mann beleidigen wollen? Wo das ist denn das? Nein, du jetzt nicht. Aber das ist ja diese Sache, dieses, ey, ich fick deine Mutter oder auch ohne Akzent. Ich hab das oder ich fick deine Schwester. Rassistin. Nee, das funktioniert nur bei dummen Leuten. Und dann ist doch der Witz ist doch immer, deine Mutter ist eine Hure. Und wenn der Typ schlau wäre, wird der ja denken, hä? Woher der Typ, der das gerade sagt, kennt doch meine Mutter nicht, so. Also kann der die gar nicht meinen. Aber die sind doof und denken, der kennt die Mutter. Das, weil es gegen die Ehre geht. Naja, aber in anderen Ländern eben, wollte ich gerade sagen. Ja, in Deutschland ist die Ehre nicht so wichtig. In anderen Ländern ist Ehre schon sehr wichtig. Aber die war mal wichtig zum Thema historische Vergleiche. Die war mal sehr wichtig zum Teil. Die war mal wichtig für bestimmte Leute, aber nicht für den Großteil, würde ich sagen. Ja, genau. Darf ich noch mal ganz kurz zu Datenklau und Ausspionieren kommen? Gestern hat mich eine Freundin angemeldet bei WhatsApp. Ist das eine gute Idee? Derzeit gar nicht. Die haben da so ein paar Sicherheitsschwankungen. Ich habe nämlich mein Handy hier im Studio. Warte mal, weil ich bin so doof. Ich habe mich jetzt angemeldet mit meinem Handy. Könntest du mich abmelden da wieder? Weil ich komme da nicht mehr raus aus dem... Ja. Aber dann hört sie dich vielleicht ab. Ich frage mich ganz kurz... Du darfst nicht meine SMS lesen, ne? Charlotte, wenn wir ein Spielfilm doppelt anmoderieren, kriegt man eigentlich extra nochmal Geld? Oder? Nein. Nur einmal? Natürlich nicht. Wir wollen doch jetzt nicht die Leute langweilen. Du hast doch schon mal ein Buch geschrieben. Hast du nicht genug Kohle, sag mal? Nee, wir sind beim gleichen Verlag, das kann man ruhig mal sagen. Du bist bei Kiepenheuer & Witsch und Charlotte, jetzt können wir es mal auf den Tisch hauen. Ja, komm, pack die wollten, es aus. Ja, die wollten Charlotte nämlich nicht. Pass auf, Silke und ich sind beim gleichen Verlag bei Kiepenheuer & Witsch. Ein sehr guter Verlag. Die besten. Ganz netter Verlag. Kiepenheuer, ja, und wir wissen nicht, wer Kiepenheuer... Einen tollen Lektor. Man weiß nicht, wer Kiepenheuer und man weiß auch nicht, wer Witsch sind oder und waren. Ihr aber habt einen super Verleger und ich wäre ja eigentlich auch bei euch. Wenn er nicht diese unglaublich dumme Entscheidung getroffen hätte, dich damals nicht unter Vertrag zu nehmen. Was für Trottel. Naja, jedenfalls... Wie viel Millionen haben die anderen mit dir gemacht? Sag's ruhig. Na, mach mal kurz rein. Wow! Oh, tja, Helge Malchow. Millionen? Da hätte er nämlich kein Eckbüro mehr bekommen, da hätte er die ganze Etage jetzt gehabt. So ist es nämlich. Und dann, der hat den Kölner Dom wir gekauft. Wir haben ja im Frühjahr auch schon ein paar Sendungen gemacht, ne, von Rausch und Böhmermann, wo wir noch so geübt haben ein bisschen. Die waren total. Und dann hat der Jan und auch die ganze Redaktion nicht gemerkt, dass ich immer heimlich Pieper-Autoren eingeladen habe. Von deinem Verlag? Ja, ich bin ja bei Pieper dann gelandet, ne?
Und jetzt kommen nämlich die ganzen Keep My Witch-Leute, zum Beispiel Frank Schätzing habe ich an. Also der, da bagger ich total dran, dass der kommt. Also Ranga Yogeshwar war schon da. Weil ich bei diesem Verlag bin. Absolut der einzige Grund. Jetzt ist deine Frage endlich beantwortet. Der einzige Grund, warum du hier bist. Ist es raus? Nein, nie wieder. Man muss da drin bleiben. Muss du kriegst es auch nicht raus. Nein. Ich denke, du kennst dich total aus und du bist ein Hacker und alles. Oh. Nein. Nee? Kein Hacker? Man, ist das wieder eine Beleidigung? Ist das, ich nicht. Ein ja, das ist aus. Oh, kannst du mal meinen Druckertreiber... Ja, okay. Es nervt wahnsinnig, ne, wenn man sich auskennt. Gerade als Frau in dem Geschäft, sich mit Computer auszukennen. Wie bist du überhaupt... Also, du bist doch... Oh, ja. Sexy. Ja, ja, ja. Nein, pass auf, pass auf. Nee, wenn du Sprecherin des Chaos Computer Clubs bist, dann musst du schon mehr auf Zack sein, als einfach nur einen Drucker einrichten können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, aber Frauen müssen überall mehr auf Zack sein, als Männer an derselben Stelle. Aber es ist nun mal, machen wir uns nichts vor, Leute, die ihr Beruf mit Computerwissen verdienen, sind meistens Männer. Das sind einfach, ist eine ganz klassische... Oder ist das jetzt ein sexistisches Vorurteil? Ja, bestimmt. Ich höre nie zu, sieht wenn das du aus, redest. Wenn man telefoniert, ist so groß. Das sieht aus, als du dann dein iPad ist aber am sehr Ohr. Klein. Oder ist es jetzt ein Telefon? Nee, ist eine Männerdomäne. Eine man Männerdomäne. Kann da auch Gemüse draufschneiden. Ja, ist eine Männerdomäne. Wie boxt man sich da durch als Frau? Man boxt sich da gar nicht durch. Also, ich meine, wir sind irgendwie so, das ist schon im Studium so gewesen und im Club ist es auch nicht anders. Das sind halt immer so 10-12%. Was hast du denn studiert? Informatik? Okay. Ich finde aber, überall sollte ein Quotenhacker sein. Das finde ich schon wichtig, auch damit man weiß, dass es die gibt. Ja. Bist du nicht für die Frauenquote? Ja. Guck mal bitte die Runde an. Warum reden wir überhaupt über Frauenquote? Wir brauchen eine Männerquote. Jetzt hör mal auf, ohne Scheiß. Wir haben in jeder Sendung immer nur Männer gehabt. Das ist die einzige Runde von allen Sendungen, die wir bis jetzt gemacht haben, wo mehr Frauen als Männer. Und was passiert? Eine sagt direkt ab. Private Geschichten. Die andere Frau hat auch abgesagt. Die hat ihre Periode. Ihre Regel. Natürlich. Oh, Spuck. Entschuldigung. Periode kann man, glaube ich, sagen. Regel aber, glaube ich, nicht. Wieso nicht? Weil als Gag eklig ist. Nee, aber, wie viel Prozent hättest du denn gern? Ich könnte jetzt sagen, also das ist jetzt so eine blöde... Na, also, es geht jetzt hier ja um die Medienfrauen an der Stelle. Und da ist die Forderung, die offizielle 30, was ich ziemlich albern finde. Warum soll ich mich mit 30 zufrieden geben? Und dann ja, aber die anderen 20% sind Schwule. Oi. Schneiden wir hinterher raus. Okay. Also ich finde halt diese Forderung nach 30% schon wieder total fraulich beschissen. Also so doof können nur Frauen sein, zu sagen, wir fordern eine Quote, aber bitte nur 30%. Aber ich sehe Frauen in Talkshows sitzen, die sagen, wir sind komplett gegen die Quote. Ich meine, was sind das denn für Sexistinnen? Ich habe die jetzt nicht gesehen, ich weiß nicht, welche das sind. Ja, die finden immer irgendwelche aus konservativen Parteien, die sagen, es ist genau, total wichtig und toll, Kinder zu Hause zu erziehen und dass die gegen die Quote sind, weil jede Firma das ja mit Sicherheit selber entscheiden kann, wie viele Frauen da Führungskräfte genau, sein sollen. Genau, Flexiquote, ja, klar. Ja, weil das klappt ja total super gut bis jetzt, das selber entscheiden, sagen dann die Rechten. Naja, aber wir wissen ja, dass das nicht klappt, weil diese ganzen Untersuchungen, warum Frauen nicht aufsteigen oder warum es Fachkräftemangel gibt, haben ja damit zu tun, dass es keine Kinderbetreuung gibt. Also 50%. Aber der Punkt ist doch der, warum sollen denn die Frauen sich um die scheiß Kinderbetreuung kümmern? Also wenn man das zum Männerthema machen würde, dann wäre das ja alles schon längst geregelt. Und da gibt es auch bald die Herdprämie, da wird doch alles wieder gut. Das wäre sowieso total super. Ich kaufe mir auch einen. Ist ja leider verschoben worden, ja, ja. Für die Herdprämie. Vom Geld kaufe ich mir sofort einen Herd. Du hast drei Kinder, Joachim. Wie macht ihr das denn mit der Betreuung? Bist du ein Vollzeit-Daddy oder bist du auch ein Verantwortung-Wegschieber? Ich bin Vollzeit-Daddy. Ja. Sind die Kinder denn alle in einem Haushalt? Nein, eins ist... Gute Frage. Ja, weil dann ist ja die Betreuung auch schwieriger. Wie viele Mütter gibt es denn zu den drei Kindern? Zwei. Okay. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder zu Hause. Eins ist mit der vorigen in München und das vierte, das jetzt kommt, ist auch mit meiner Frau. Also wir haben dann drei Kinder zusammen. Leben zusammen und ja, ich bin Hausmann, wenn ich nicht Rockstar bin. Ne? Also wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs. Aber wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich Domino. Nee, aber dann helfe ich halt mit, dann machen wir alles zusammen irgendwie. Und deine also Frau ich ist bin halt, zu Hause, oder? Sie ist zu Hause, ja, sie ist zu Hause. Und aber das ist für mich, ich sehe das schon, ich finde es schon sehr wichtig, dass wenn man das Ziel hat, irgendwie eine Familie zu gründen, eine größere Familie als nur ein Kind, ne, dann ist es für mich schon wichtig, dass einer zu Hause bleibt. Aber ob das der Mann oder die Frau ist, ist mir egal. Oder sich abwechseln vielleicht. Was auch immer. Ja. Ne, also ich würde nie meiner Frau irgendwie verbieten zu arbeiten oder so ein Kram. Das ist ja Schwachsinn. Wie machst du das denn mit den Zwillingen? Hälfte. Zwei. Zwei Zwillinge? Mhm. Ja, jetzt, also Zwillinge. Also Hälfte heißt jeder dann ein Kind. Jeder, also halbwegs paritätisch tatsächlich. Paritätisch, auch ein Fremdwort. Ja. Entweder du arbeitest oder deine Frau. Genau. Okay. Und du, Charlotte? Das Kind ist im Prinzip die ganze Zeit weg. Allein. Es ist ja schon so alt.
Wie alt ist das denn? 19. Nee, 15. Das ist in der Tat echt alt. Also mein Kind muss nicht mehr betreut werden. Ihr habt beide du Kinder. Du, genau, Minze, ne? Minze. Wie, ganz kurz mal immer, warum Minze? Also bestimmt, aber ist natürlich schon ein extravaganter Name. Also nicht Minze Schüttler, ne, sondern Minze Franzen. Ach, dann ist ja viel cooler. Minze Franzen. Ach, dann. Nee, weil das war eine Brieffreundin von Franz Kafka. Und dann Minze? Haben wir mal, ja, Minze Eisner. Wir haben vor Jahren mal vor einem im Museum gestanden, vor einem, so einem. Ich denke, das war eine richtige Freundin, also sozusagen eine Geliebte, nicht eine Brieffreundin. Nee. Die haben sich im Sanatorium kennengelernt. Eine Chatbekanntschaft, und so. Genau. Würde man heute sagen. Bei Facebook sich angechattet. Ja, ohne Sex. Und so, glaube ich. Und dann haben wir das gelesen, Minze Eisner, und haben im gleichen Moment beide laut gesagt: Minze Franzen. Uah, wenn wir jemals eine Tochter kriegen sollten. Ihr wohnt in Berlin? Ja. Das heißt, da ist es eh nicht so ungewöhnlich, dass ein Kind so heißt. Ne? Aber in Köln aber beispielsweise Minze kann mir... Minze geht echt, weil Minze ist, finde ich, jetzt nicht so Talula. Hagebutte so, also wäre noch ein bisschen schlechter, so. Ja. Aber Minze ist schon, ich meine, es ist schon, ich sag mal, in Köln würde man schon, das wird eine harte Kindergartenzeit. In Berlin hat man, glaube ich, mehr Verständnis für sowas, oder? Also, oder sind das Vorurteile Berlin gegenüber? Na, ich glaube, man muss dann eh die Kindheit immer schaffen, damit das dann später so gut ist, oder? Also quasi dem Kind so tolle absichtlich Namen ist doch so. Kleines Steinchen in den Weg gelegt, damit es nicht alles allzu leicht bekommt. Nee, aber ich find, man kann an Minze... Jan, wie heißen deine Kinder? Das weiß ich gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Nee, ist ein ganz konservative Namen, Charlotte und Luise. Das hört sich warum lacht das Publikum, ihr blöden Schweine? Bin ich einmal offen und ehrlich. Und ich habe das Kind so genannt, bevor ich Charlotte kennengelernt habe. Aha. Sonst hättest du es nicht so genannt, oder was? Doch, dann erst recht hätte ich beide Charlotte genannt. Ach so. Ja, aber Ich hätte Schwierigkeiten damit, weil ich aus meiner Kindergartenzeit sehr viel harte Erinnerungen habe. Ich hätte Schwierigkeiten, das mit meinem Gewissen zu vereinbaren, mein Kind etwas extravaganter zu nennen, im Wissen, was da auf sie zukommt. Aber wie aber würdest Minze du dein Kind doch, verarschen oder? Mit Minze eben? Was musst du da sagen? Minze, Minze. Minze, das reicht ja schon. Minze, Minze, ha, 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 Minze, Minze, Pfefferminze. Versuch mich. Versuche mir in das Gehirn eines Kindes reinzuholen. Das fällt mir relativ leicht. Tee, Minze. Und dann wieder von vorne anfangen, weil man keine neue Assoziation hat. Das ist immer noch besser als irgendwie Jacqueline oder also diese... Zweitnamen-Check. Hast du einen zweiten Namen? Ja, Grace. Charlotte Elizabeth Grace heiße ich. Wow. Du? Nein, habe ich nicht. Bist du Engländerin oder was? Ja. Hast du einen zweiten? Ah, irgendwie Kurt oder sowas. Franz. Katharina Kurt Schüttler. Wie heißt du mit zweitem Namen? Also wenn das jetzt kein Thema aufmacht, Israela. Oh nee, Vorsicht, der Jan. Oh, bitte nein. Vorsicht, Vorsicht. Ach, nehmen wir mal eine Nuss. Ne? Besser ist, und du? Christoph Johannes Joachim. Oh. Ein echter deutscher Name. Jeder keine Name cooler als der andere. Auch nicht getauft. Ja, getauft? Niemals. Ich komme aus einer kompletten Atheistenfamilie. Voll wie so ein Freundschaftsbuch, was wir hier so ausfüllen gegenseitig. Was habt ihr sonst so aber für Hobbys? Weißt du warum? Die Moderatoren schwimmen. Was heißt das? Die sind schlecht vorbereitet. Nein, ganz im Gegenteil. Nee, zu gut vorbereitet. Overprepared. Guck mal nach hier. Fest kommt ab. Jeder Gast hat eine ganze Seite vorbereitete Fragen. Und jetzt ich merke das jetzt seit ein paar Minuten, dass wir so anfangen zu schwimmen. Ja. Man darf es ja hier sagen. Was macht man da als Profi üblicherweise? Umsetzen, ein Spiel spielen. Also. Lass uns doch einmal zum Beispiel, weil ich würde mich gerne mal auf deinen Platz setzen, nach all der Zeit mal gucken, wie das aus die Welt aus deiner total Perspektive. Total anders. Wirklich, ne? Ja. Es kann sein, dass ich ein Kriegshänder werde oder irgendwie sowas, dass irgendwas passiert, was irgendwas mit meinem Gehirn. Ich würde aber jetzt die Notizen schon dir zurückgeben. Darf ich aber dein Geld behalten, was hier liegt? Oh nein! Oh, Scheiße, ich bin drauf eingefallen. Ja. Das können wir uns wieder nicht angucken. Ne? So. Genau. Es ist komplett anders. Ich habe das Gefühl, dass ich viel hässlichere Leute ins Publikum gesetzt bekomme als du. Du hast wirklich nur unglaublich schöne Leute, viel schöner auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, guck mal da. Voll hässlich, Mann. Damit das, weil das ist, ich habe eh das Gefühl, dass Charlotte und ich gegeneinander aufgehetzt werden von der Redaktion. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass meine Unterlagen immer, dass immer ein Fehler drin ist und ich mich dann quasi in die Nesseln setze und dann darauf hingewiesen wird, wie schlecht ich vorbereitet bin. Guck mal, wie die meinen Namen schreiben. Einmal nur ganz kurz hier. Roche und Böhermann. Das sind die Leute, die quasi in der Sendung arbeiten, die so heißt wie ich, die schreiben meinen Namen falsch. Nur so viel dazu. Ich würde sofort kündigen. Aber es fällt ja auf, ne? Bei dir ist alles getippt, tippst du das
Schreibst du es selber oder schreibt ihr es? Das ist meine Handschrift. Ich habe eine Handschrift, die sieht aus wie Arial 14. Punkt. Ist so. Ich finde es richtig schwer, jetzt überhaupt den Übergang zu finden, wieder normale Fragen zu stellen, wie man das alles machen sollte. Lass uns mal ordnen. Also Silke Burmester, Spiegel Online-Kolumne. Was mich interessiert, lass uns ruhig über Geld reden, weil ich tippe, ich möchte gerne mal raten, was man dafür bekommt. Und du musst nicht sagen, was du dafür bekommst, sondern nur, ob es mehr oder weniger ist. 150 Euro, mehr oder weniger. Mehr. Leck mich am Arsch. Im Monat. Ist das so eine Typfrage, dass man das schafft, zu einem gewissen Zeitpunkt Kolumnen abzugeben? Weil ich würde durchdrehen. Na, du weißt ja, wann es kommen muss. Du weißt ja, wann du abgeben musst. Schreibst du das dann direkt an dem Abgabetag oder... Nee, bei Spiegel Online ist es ganz lustig, die Kolumne ist immer sonntags drin und ich muss freitags abgeben. Das heißt, ich muss freitags ein Thema haben, das sonntags noch aktuell ist, das aus der Woche ist, aber noch nicht durchgenudelt. Und das ist natürlich eine ganz super, also das ist wirklich schwierig. Also find mal irgendwas, was Sonntag noch funktioniert, aus der Woche, was aber noch nicht durch ist. Kriegen denn alle das Gleiche an Kohle? Das weiß ich nicht. Kannst du nicht mal die anderen einladen und die auffahren? Ja, würde ich gerne, aber ich traue mich halt nicht. Also so Leute wie Sascha Lobo zum Beispiel, ich glaube, der wird mehr bekommen. Weil ich habe gerade gesehen, der Augstein hat sein Foto geändert. Welcher Augstein? Das vorherige war viel besser, finde ich. Ist das denn eitel? Also warum macht er alleine, ändert er sein Foto? Und Jan Fleischau hat neulich auch sein Foto geändert. Und wahrscheinlich war das dann das auslösende Moment. Aha, also es gibt eine leichte Konkurrenz zwischen Jakob Augstein und Jan Fleischauer. Mit Sicherheit. Oh. Interessant, interessant. Wer besser aussieht und so, ne? Total geil. Und die profilieren sich immer so über Inhalte. Geht nur um Optik, letztlich, bei Spiegel Online. Nee, weil ich hab gedacht, das ist so ein Ding, was man so macht für 150 Euro, weil man bei Spiegel Online nicht so richtig viel Geld verdienen kann. Aber mehr als 150 Euro ist schon erstaunlich. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben für die Süddeutsche Zeitung, jetzt.de Magazin. Da habe ich 100 Euro für bekommen. Für einen Text, den ich mir jede Woche aus den Fingern gezogen habe. Wirklich echt total wenig. Ja, dazu gehören aber zwei, da muss man auch Ja zu sagen. Ja, das stimmt. Das war die Nachfolgekolumne von Sarah Kuttner. Ja, was? Dass du schlecht verhandelt hast direkt schon am Anfang. Ich bin geil. Ich habe das Honorar von Sarah Kuttner übernommen, hat man mir erzählt. Sarah Kuttner hat auch jahrelang so viel bekommen. Yeah, right, haben sie erzählt. Ich glaube nicht, dass Sarah Kuttner... Also man muss ja mal kurz sagen, dass die Honorare generell echt scheiße sind und bei Tageszeitungen umso mehr. Eigentlich zahlt Spiegel Online auch nicht viel, aber es ist klar, wenn sie da Kolumnisten haben wollen, die für was Bestimmtes stehen und so, dann ist auch klar, dass da ein bisschen mehr Geld drin ist. Ansonsten ist das etwa das für was stehst du? Ich glaube, ich bin da die lustige Tante für alles. Ist das nicht schon Sibylle Berg? Sibylle Berg ist die lustige Tante für alles mit Nachdenken. Und ich oder bin die Psychose, je nachdem. Oder Psychose. Je nachdem, wie man sie findet. Achso, ja. du Comedy, du bist also quasi Comedy nur nein, zum Schreiben. Nein. Ich habe ja ein Anliegen, ich will ja die Welt retten. Und von daher, wenn jetzt wie aktuell zum... Nee, also nee, von daher, ich habe ein Anliegen. Ich mache das ja nicht nur zum Spaß. Jetzt lass uns doch endlich mal das machen, warum wir heute diese Gäste, gerade im Speziellen euch, liebe Gäste, hier haben. Wir wollen nämlich reden über folgende Prominente, über Annemarie Warncross, über Christine Neubauer und über Markus Lanz. Und der Knopf darf benutzt werden. Genau, also Annemarie Warncross, Moderatorin von TAF. Wer kennt die nicht? Du guckst nicht genug Fernsehen. Ihr kennt die alle nicht? Seid ihr bescheuert oder was? Ich gucke aber auch, es liegt echt an der Fernsehlosigkeit. Heißt sie wirklich aber so, dass sie einen Künstlernamen? Annemarie Warncross, aber das ist dieses... Sie fragt uns, was die mal hier ist. So kann man doch nicht heißen. Aber dieses Postmoderne, ich habe keinen Fernseher, das ist doch heutzutage wirklich schon überkommen. Das ist doch, was soll man denn dann sagen, wenn man keinen Fernseher hat? Ich habe Internet. Ich habe mit Leuten nicht mehr unterhalten, die keinen Fernsehen gucken. Wir sind aus einer anderen Generation. Weil wir gucken nur Fernsehen, Jan und ich, zu Hause. Im Bett, wenn wir zusammen im Bett liegen. Wenn wir nicht nachdenken, gucken wir Fernsehen. Dann Christine Neubauer. Christine Neubauer kennt ihr doch, das ist der Super-Vibe. Christine Neubauer. Ist das nicht moppelig? Wer ist das? Hat die für so eine Hauswerbung gemacht? Nein, die ist auch nicht. Was ist denn das hier für eine Runde? Ich kenne ihn. Also ich kenne sie aber erst so richtig seit einem Dreivierteljahr. Ja, da umso war gut, ich ja umso zum besser. Drehen in der Wohnung und da gab es Fernseher und dann haben wir die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Aber hast du dann gesehen, und wie ich das war total schockiert. Ich konnte es nicht fassen, also ich konnte das Fernsehen gucken nicht fassen, was da so läuft. Aber dann habe ich zum ersten Mal einen Film mit der gesehen. Ich war total schockiert. Wovon denn? Von der schlechten schauspielerischen Leistung? Von oder allem. Von also das war so schlecht. Also da war sie Ärztin in Thailand und hat so ein kleines Mädchen irgendwie gefunden und ich weiß nicht, es war schockierend. Aber der ganze so Film, aber auch jeder wie sie, Film also von der, nicht, wo die mitspielt, genauso krass. Aber das Ding ist doch, warum wir uns über sie unterhalten wollen, dass sie jetzt ein Total Makeover hinter sich hat. Sie sieht komplett an. Als ob sie im Gesicht und kann zum Beispiel ihre
bewegen. Und wahrscheinlich wird sie allen sagen, es ist alles total. Sie kann ihre Brüste, weiß nicht, ob sie die noch bewegen kann. Es ist ein Trick, dass die hat sich gedacht, wenn die gerade so super krass abnimmt, dass. Weil dann alle denken, ja klar, die war ja vorher dick im Gesicht und jetzt. Ist normal. Und das Schlimme ist. Aber das müsste dann ja runterhängen. Wir gucken halt super viel Fernsehen. Und das Schlimme ist, sie wird dann in Interviews natürlich sagen, ja, sie hat jetzt einen Personal Coach genommen, macht ganz viel Pilates und auch isst nur noch Kürbis. Gesichtstraining. Gesichtstraining und sowas. Und das ist der Grund, warum sie erstmal 30 bis 70 Kilo abgenommen hat und vor allem komplett anders aussieht als vorher. Aber habt ihr sie denn eingeladen schon? Ja, aber sie hatte auch keine Zeit. Sie ist mit Thomas Gottschalk wahrscheinlich 3 Jahre lang auf den Malediven. Wir versuchen immer, operierte Leute einzuladen und gleichzeitig Schönheitsoperationen. Warum denkst du an operierte Leute, wenn wir über Christine Neubauer reden? Nein, ich meinte jetzt Bert Wollersheim, der ist ja wirklich frisch. Ja, der operiert. Hat aber abgesagt mit der Begründung, er hatte gerade eine Operation, es sei aber noch alles sehr geschwollen. deswegen wollte er nicht kommen. Man weiß nicht, was genau geschwollen ist, aber es ist noch sehr geschwollen. Der hätte nämlich hier gesessen statt Sarah Wagenknecht. Genau. Unser Ersatzgast war Bert Wollersheim, aber der hat eine Operation. Das ist doch alles sehr geschwollen. Das ist dieser Puffbesitzer in Düsseldorf, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Weil wir gedacht haben, Sarah Wagenknecht hat ihren Wahlkreis in Düsseldorf, dann laden wir einen anderen Düsseldorfer ein, der irgendwie auch, wahrscheinlich kennen die sich untereinander. Weiß ich nicht, vielleicht hat Sarah Wagenknecht mal bei Bert Wollersheim gearbeitet in der Promotion. Fußleben. In der Promotion, in der intellektuellen Rechtfertigung von Bordellen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen die Sendung beenden, aber ich möchte noch mal hintenrum ein Fenster typisch, lassen. Mal wieder typisch. Charlotte Roche möchte mal wieder hintenrum. Junge. Oh Gott, es tut mir echt ganz schön leid. Noch eine Sache. Ist das jetzt, fühlt sich das für euch an, so wie wenn man als Schauspieler so eine von der Bühne kommt nach einer Vorstellung und denkt, oh, total beschissene Vorstellung oder so und so? Oder, also ist das so? Also denkt ihr jetzt so schlecht gespielt oder schlecht moderiert oder ja. So, woran... Ich denk aber hauptsächlich von Charlotte. Charlotte war sehr schlecht heute. Ich fand mich sehr gut heute eigentlich. Aber also ich habe noch Zeit von mir aus. Können wir nochmal von vorn anfangen? Ja, ich hätte auch die Zeit, aber die Lust habe ich nicht mehr einfach. Ich habe aber einen Termin. Ja, also Charlotte, ich würde sagen, das war eine der besten Sendungen, die wir je gemacht haben. Also abgesehen von deiner Performance. Aber die Gäste waren toll. Vielen Dank, Joachim Deutschland, Katharina Schüttler, Konstanze Kurz und Silke Bommes. Ganz toll. Meine Leistung war heute sehr, sehr gut. Du hast heute wirklich richtig abverkackt. Ich will dich jetzt nicht irgendwie so runterreden, in eine Psychose quatschen, aber ich würde mal auf die Stimme in deinem Kopf hören. Wirklich. Und dich einfach mal nackt ausziehen. Das Einzige, was heute richtig gut war in der Sendung, war das Anmoderieren der Einspieler. Weil es einem auch versüßt wurde mit Cash. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich fand Silke Bommes zum Beispiel ein super Gast. Total nett, entspannt. Merkst du das dann nicht, dass die alle so denken, warum werde ich nicht gefragt? Und so diese ganzen so zwischenmenschlichen Vibrationen von... Joachim Deutschland fand ich ehrlich gesagt super, einen super netten, entspannten, ehemals psychotischen, jetzt gut eingestellten, medikamentös entspannten Gast. Ne? Extrem cool, ne, wie er darüber redet, oder? Finde ich auch, aber genau richtig so. War dir das eigentlich klar, dass der so gut darüber spricht? Weil wir hätten uns ja auch voll in Nesseln setzen können. Das wusste ich von vornherein. Katharina Schüttler, als ihr nebeneinander saß, ist mir aufgefallen, dass ihr euch echt ein bisschen ähnlich seht. Wirklich. Also ich nehme das als Kompliment. Total. Sie würde es auch als Kompliment nehmen. Du meinst es als Beleidigung. Genau. Leider kam Konstanze so ein bisschen zu kurz. Ja, ich habe dann auch mich so geschämt, weil ich habe mir extra diese Verbraucherschutzfragen überlegt. Aber wenn jemand dann bei 2 Fragen sagt, blöd, werde ich immer gefragt, dann habe ich auch keinen Bock mehr dazu. Nee, ganz im Ernst, ich hatte heute ein leichtes Sprachproblem und war ein bisschen überdreht am Ende. Aber warum? Weil du das genauso spürst, dass es irgendwie den Bach untergeht. Ich habe auch Gefühle. Ich gehe jetzt. Ja, da summt die Poperze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Kinder,
Aber ich habe nach dieser Sendung so richtig Lust auf ganz viel Zigaretten und harten Alkohol. Zigaretten und harter Alkohol, das könnte ich die ganze Zeit zu mir nehmen. Wisst ihr was, Kids? Ich gehe jetzt gleich nach der Show runter zum Bütchen und hol mir eine Stange Rothändle und eine Flasche alter Senator. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Ja, ja, mach ich. Gerne. Bis gleich. Tschüss. Muss gerichtet werden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas, ich will mich da jetzt nicht... Schade, schade. Wir haben wirklich tolle Fragen vorbereitet. Ist ein bisschen... Stell dir doch jemand anderem deine Frage. Ja. Frau Burmester, wie machen Sie das eigentlich mit Ihren Augenbrauen? Und warum ist Ihr Haaransatz so weit unten? Aber das sind ja so Fragen, die sind ja nun... Das stimmt, das funktioniert nicht. Ist ja nun uncool, nicht. Wenn ich die Ihnen hier stelle. Ja, stell, total scheiße. Eigentlich Ihnen oder Sie? Was ist Ihr oder Ihnen dir lieber? Sie das oder ist du? Bestimmt in dem Einspieler von ihr zu erkennen, ob man sie siezt oder duzt. Hier ist er. Taz, Nido, Stern, Zeit, Zeitmagazin, Spiegel Online und Planet Pussy. Kultur, Reisen, Medien, Reportagen, Interviews. Silke Burmester, geboren 1966, ist eine Printjournalistin, wie sie im gedruckten Buche steht. Die streitbare, leicht gutmenschelnde Anwohnerin der berühmt-berüchtigten Hamburger Schanzenstraße ist übrigens nebenbei auch noch Mitglied diverser Preisjurys. Man sollte sich also gut mit ihr stellen, wenn man Bock auf eine Auszeichnung hat. Also, schlechte Karten für den leicht ausgelatschten ZDF-Morgenmagazin-Turnschuh und Nudelsuppenfreund Czerno Jobatai, den Silke Burmester so kacke findet, dass sie die Internetgemeinde darum bat, ihre Seite häufiger zu liken als die des flippigen Teleprompter-Junkies aus dem Hauptprogramm. Wir wissen nicht ganz genau, warum wir Silke Burmester, Kolumnenkönigin, Twitter-Göttin und Ghostwriterin der Tagebücher der Carla Bruni eigentlich eingeladen haben, versprechen uns aber einiges an medienreflexivem Input durch ihre Anwesenheit. Es geht um Liebe, Nahrung und das Miteinander. Hallo, Silke Burmester. Wir müssen ja immer aufpassen, dass man nicht schon sein... Vielen Dank. Dass man nicht immer schon sein ganzes Pulver verschießt, wenn man die Gäste in der Maske trifft und so. Und du hast gerade in der Maske gesagt, du willst uns gerne eine Frage stellen. Da haben wir immer gesagt, nein, nein, mach das in der Sendung. Du meinst, nee. Du hast ihn gefragt, warum habt ihr mich eigentlich eingeladen? Ja. Und das Lustige ist, guck mal, das, was ich heute Morgen vorbereitet habe, als erste Frage ist, warum haben wir die eingeladen, Jan? Nee, aber das ist überhaupt nicht böse gemeint. Sondern ich bin sozusagen einfach nicht gebildet genug und kenne dich nur aus der Spiegelkolumne. Erstmal. So. Und dann habe ich mich vorbereitet und ich habe noch nie so viel gelacht über die Vorbereitung von einem Gast. Also du hast so viele lustige, coole, schlaue Sachen geschrieben, dass ich jetzt wieder weiß, warum wir dich eingeladen haben. Ja, vielen Dank. Ja. Jetzt hat es sich schon gelohnt, hierher gekommen zu sein, von daher. Es gibt umsonst Wasser, es gibt umsonst Whisky. Übrigens, für Leute... Willst du Whisky? Ja. Nee, weil ich hab gedacht, das ist so ein Ding, was man so macht für 150 Euro, weil man bei Spiegel Online nicht so richtig viel Geld verdienen kann. Aber für mehr als 150 Euro ist schon erstaunlich. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben für die Süddeutsche Zeitung, jetzt.de Magazin. Da habe ich 100 Euro für bekommen. Für einen Text, den ich mir jede Woche aus den Fingern gezogen habe. Wirklich echt total wenig. Ja, dazu gehören aber zwei, da muss man auch Ja zu sagen. Ja, das stimmt. Das war die Nachfolgekolumne von Sarah Kuttner. Ja, dass du schlecht verhandelt hast direkt schon am Anfang. Ich habe das Honorar. Sagen, hallo, ich nein, bin geil. Ich habe das Honorar von Sarah Kuttner übernommen, hat man mir erzählt. Sarah Kuttner hat auch jahrelang so viel bekommen. Yeah, right, haben sie erzählt. Ich glaube nicht, dass Sarah Kuttner... Also man muss ja mal kurz sagen, dass wirklich die Honorare generell echt scheiße sind und bei Tageszeitungen umso mehr. Eigentlich zahlt Spiegel Online auch nicht viel, aber es ist klar, wenn sie da Kolumnisten haben wollen, die für was Bestimmtes stehen und so, dann ist auch klar, dass da ein bisschen mehr Geld drin ist. Ansonsten ist das nicht etwa das für was stehst du? Ich glaube, ich bin da die lustige Tante für alles. Ist das nicht schon Sibylle Berg? Sibylle Berg ist die lustige Tante für alles mit Nachdenken. Und ich oder bin die Psychose, je nachdem. Oder Psychose. Je nachdem, wie man sie findet. Achso, yeah. du Comedy, du bist also quasi Comedy nur zum Schreiben. Nein. Ich habe ja ein Anliegen, ich will ja die Welt retten. Und von daher, wenn jetzt wie aktuell zum... Nee, von daher, ich habe ein Anliegen. Ich mache das ja nicht nur zum Spaß.
Jetzt lass uns doch endlich mal das machen, warum wir heute die Gäste, diese Gäste, gerade im Speziellen euch, liebe Gäste, hier haben. Wir wollen nämlich reden über folgende Prominente, über Annemarie Warncross, über Christine Neubauer und über Markus Lanz. Und der Knopf darf benutzt werden. Genau, also Annemarie Warncross, Moderatorin von TAF. Wer kennt die nicht? Du guckst nicht genug Fernsehen. Ihr kennt die alle nicht? Seid ihr bescheuert oder was? Ich gucke aber auch, es liegt echt an der Fernsehlosigkeit. Heißt sie wirklich aber so, dass sie einen Annemarie Warncross, aber das ist dieses... Sie fragt uns, was die mal hier war? Ist. So kann man doch nicht heißen. Aber dieses Postmoderne, ich habe keinen Fernseher, das ist doch heutzutage wirklich schon überkommen. Das ist doch, das macht man nicht mehr. Aber was soll man denn dann sagen, wenn man keinen Fernseher hat? Ich habe Internet oder man wir weiß können auch, uns ich mit Leuten nicht mehr unterhalten, die keinen Fernsehen gucken. Wir sind aus einer anderen Generation. Weil wir gucken nur Fernsehen, Jan und ich, zu Hause. Im Bett, wenn wir zusammen im Bett liegen, wenn wir nicht nachdenken. Denken, gucken wir Fernsehen. Dann Christine Neubauer. Christine Neubauer kennt ihr doch. Das ist das Super-Vibe. Das voll, nee, Super-Vibe ist Veronika Ferris. Das Voll-Vibe. Veronika, Christine Neubauer. Ist das nicht Moppelig? Wer ist das? Hat die für so eine Nobelhauswerbung gemacht? Nein, die ist so auch nicht. Was ist denn das hier für eine ich Runde? Ich kenne die. Also ich kenne sie aber erst so richtig seit einem Dreivierteljahr. Ja, da war gut, ich ja zum besser. Drehen in einer Wohnung und da gab es Fernseher. Und dann haben wir die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Aber hast du dann gesehen, wie das ich war total schockiert. Ich konnte es nicht fassen. Also ich konnte eh das Fernsehen gucken nicht fassen, was da so läuft. Aber dann habe ich zum ersten Mal einen Film mit der gesehen. Ich war voll krass. Also ich war total schockiert. Wovon denn? Von der schlechten schauspielerischen Leistung? Von oder allem. Von also das war so schlecht. Also dieser ganze, da, war sie irgendwie, da war sie Ärztin in Thailand und hat so ein kleines Mädchen irgendwie gefunden und ich weiß nicht, es war schockierend. Aber der ganze so Film, aber auch jeder wie sie, Film also von der, nicht, wo die mitspielt, genauso krass. Ist mit der vorigen in München und das Vierte, das jetzt kommt, ist auch mit meiner Frau. Also wir haben dann drei Kinder zusammen, leben zusammen und ja, ich bin Hausmann, wenn ich nicht Rockstar bin. Ne? Also wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs. Aber wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich Domino. Nee, aber dann helfe ich halt mit, dann machen wir alles zusammen irgendwie. Und deine also Frau ich bin ist halt zu Hause, oder? Sie ist zu Hause, ja, sie ist zu Hause. Und aber das ist für mich, ich sehe das schon, ich finde es schon sehr wichtig, dass wenn man das Ziel hat, irgendwie eine Familie zu gründen, eine größere Familie als nur ein Kind, ne, dann ist es für mich schon wichtig, dass einer zu Hause bleibt. Aber ob das der Mann oder die Frau ist, ist mir egal. Oder sich abwechseln vielleicht. Was auch immer. Ja. Ne, also ich würde nie meiner Frau irgendwie verbieten zu arbeiten oder so ein Kram. Das ist ja Schwachsinn. Wie machst du das denn mit den Zwillingen? Hälfte. Zwei Zwillinge? Mhm. Ja, jetzt also Zwillinge. Also Hälfte heißt jeder dann ein Kind. Jeder, also halbwegs paritätisch tatsächlich. Paritätisch, auch ein Fremdwort. Ja. Entweder du arbeitest oder deine Frau. Genau. Okay. Und du, Charlotte? Das Kind ist im Prinzip die ganze Zeit weg. Allein. Es ist ja schon so alt. Wie alt ist es denn? 19. Nee, 15. Das ist in der Tat echt alt. Also mein Kind muss nicht mehr betreut werden. Ihr habt beide, du Kinder. Du, genau, Minze, ne? Minze. Wie, ganz kurz mal immer, warum Minze? Also bestimmt, also, aber ist natürlich schon ein extravaganter Name. Also nicht Minze Schüttler, ne, sondern Minze Franzen. Ach, dann ist ja viel cooler. Minze Franzen. Ach, dann. Nee, weil das war eine Brieffreundin von Franz Kafka. Und dann Minze? Haben wir mal, ja, Minze Eisner. Wir haben vor Jahren mal vor einem im Museum gestanden, vor einem, so einem. Ich denke, so das Tafel. War eine richtige Freundin, also sozusagen eine Geliebte, nicht eine Brieffreundin. Nee. Die haben sich im Sanatorium eine kennengelernt. Eine Chatbekanntschaft, so. Genau. Würde man heute sagen. Bei Facebook sich angechattet. Ja, ohne Sex und so, glaube ich. Und dann haben wir das gelesen, Minze Eisner, und haben im gleichen Moment beide laut gesagt, Minze Franzen, wenn wir jemals eine Tochter kriegen sollten. Ihr wohnt in Berlin? Ja. Das heißt, da ist es eh nicht so ungewöhnlich, dass ein Kind so heißt. Ne? Aber in Köln aber beispielsweise kann mir... Aber ich finde, Minze geht, weil Minze finde ich jetzt nicht so Talula. Hagebutte so, also wäre noch ein bisschen schlechter, so. Ja. Aber Minze ist schon, ich meine, es ist schon, ich sag mal, in Köln würde man schon, das wird eine harte Kindergartenzeit. In Berlin hat man, glaube ich, mehr Verständnis für sowas, oder? Also, oder sind das Vorurteile Berlin gegenüber? Na, ich glaube, man muss dann eh die Kindheit immer schaffen, damit das dann später so gut ist, oder? Also quasi dem Kind so tolle absichtlich Namen ist doch so. Kleines Steinchen in den Weg gelegt, damit es nicht alles allzu leicht bekommt. Nee, aber ich finde, man kann an Minze... Jan, wie heißen deine Kinder? Das weiß ich gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Nee, ist ein ganz konservativer Name, Charlotte und Luise. Das hört sich warum lacht das Publikum, ihr blöden Schweine? Bin ich einmal offen und ehrlich. Sie hat Blockflöte gelernt, dann ist sie Schauspielerin geworden und treibt jetzt als Blockflöte spielende Schauspielerin die Menschen in die Psychose. Katharina Schüttler. Naja, es reduziert. Sie ist eine Istin, Journalistin,
Kolumnistin, Publizistin. Ich habe große Angst vor diesem Nachnamen. Ich werde es verhonken. Silke Burmister. sag mal richtig. Burmester? Oder wie Worcestersoße, Worcestersoße, also Burmester. Das klingt fast wie Mister. Als würdest du ein E und ein I machen. Aber Silke Burmester. Böhms, Booster, Worcestersoße, wie Worcestersoße. Lass Sie doch bitte sprechen. Es ist schön, dass wir darüber reden, weil es war wirklich viele Jahre lang sehr schwierig mit diesem Namen. Mittlerweile ist es ganz einfach Burmester. Burmester. Weil man kann den auch sehr verhonken. Verhonken. Ja. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und ich habe das hinter mir gelassen, auch das Trauma daraus. Und von daher Burmester. Ganz normal. Apropos verhonkte Nachnamen. Burmester. Es geht bei unserer nächsten Gästin um keinen langen Nachnamen, sondern um einen sehr kurzen Nachnamen. Sie hat mehr Ahnung von Computern als wir alle zusammen. Sie kann ihren Arbeitsspeicher erweitern und Sachen zusammenlöten und ist überhaupt die ahnungsvollste Computertante am Tisch. Hier ist die Sprecherin des Chaos Computer Clubs aus Berlin, Constanze Kohl. Einen sehr kurzen Nachnamen. Kurz. Sie hat extrem stark gezupfte Augenbrauen und ist heute nicht da. Sarah Wagenknecht. Ja, sie hat ganz kurzfristig abgesagt aus persönlichen Gründen. Und hier kommt ihr Einspielfilm. Fuck! Ich könnte kommen! Die Mauer ist zwar übel, aber notwendig, findet Sarah Wagenknecht vor 20 Jahren. Und als die Mauer fällt, legt die damals 20-Jährige eigenen Angaben zufolge lediglich ihr Buch zur Seite und geht unbeeindruckt schlafen. Ein halbes Jahr vor der Grenzöffnung tritt die junge Marxistin Wagenknecht in die zerfallende SED ein. Skurriler mutet in der Biografie von Sarah Wagenknecht-Niemeyer, der hobbymäßigen Joggerin und Liebhaberin von Waffeln mit Kirschen, nur noch an, dass sie ihren Noch-Ehemann, übrigens ein unter anderem nach Gewinnmaximierung strebender Geschäftsmann, am 5. Mai, dem Geburtstag von Karl Marx, heiratet. Die schöne Einzelgängerin ist solidarisch mit den greisen Linksikonen Hugo Chavez, Fidel Castro und Oscar Lafontaine. Mit letzterem teilt sich die attraktive Gegnerin von Krieg und offenen Haaren in der Öffentlichkeit ein Badezimmer. Oh, ehrlich gesagt, nee, ist ein ganz konservativer Name, Namen Charlotte und Luise. Das hört sich da warum lacht an. Das Publikum, ihr blöden Schweine? Bin ich einmal offen und ehrlich. Und ich habe das Kind so genannt, bevor ich Charlotte kennengelernt habe. Aha. Sonst hättest du es nicht so genannt, oder was? Doch, dann erst recht hätte ich beide Charlotte genannt. Ach so. Ja, aber also. Ich hätte Schwierigkeiten damit, dass, weil ich aus meiner Kindergartenzeit sehr viel harte Erinnerungen habe. Ich hätte Schwierigkeiten, das mit meinem Gewissen zu vereinbaren, mein Kind etwas extravaganter zu nennen, im Wissen, was da auf sie zukommt. Aber wie aber würdest Minze du dein Kind verarschen doch, mit Minze eben? Was musst du da sagen? Minze, Minze. Minze, das reicht ja schon. Minze, Minze, ha, 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 Minze, Minze, Pfefferminze. Versuch mich. Versuche mir in das Gehirn eines Kindes reinzuwischen. Das fällt mir relativ leicht. Tee, Minze. Und dann wieder von vorne anfangen, weil man keine neue Assoziation hat. Das ist immer noch besser als irgendwie Jacqueline oder also diese... Zweitnamen-Check. Hast du einen zweiten Namen? Ja, Grace. Charlotte Elizabeth Grace heiße ich. Du? Nein, habe ich nicht. Bist du Engländerin oder was? Ja. Hast du einen zweiten? Ah, irgendwie Kurt oder sowas. Franz. Katharina Kurt Schüttler. Wie heißt du mit zweitem Namen? Also wenn das jetzt kein Thema aufmacht, Israela. Oh nee, Vorsicht, der Jan. Oh, bitte nein. Vorsicht, Vorsicht. Ach, nehmen wir mal eine Nuss, ne? Besser ist, und du? Christoph Johannes Joachim. Oh. Ein echter deutscher Name. Jeder Name cooler als der andere. Auch nicht getauft. Ja, getauft? Niemals. Ich komme aus einer kompletten Atheistenfamilie. Voll wie so ein Freundschaftsbuch, was wir hier so ausfüllen gegenseitig. Was habt ihr sonst so aber für Hobbys? Weißt du warum? Die Moderatoren schwimmen. Was heißt das? Die sind schlecht vorbereitet. Nein, ganz im Gegenteil. Zu gut vorbereitet. Overprepared. Guck mal hier. Das Fest kommt ab. Jeder Gast hat eine ganze Seite vorbereitete Fragen. Und jetzt ich merke das jetzt seit ein paar Minuten, dass wir so anfangen zu schwimmen. Ja. Man darf es ja hier sagen. Was macht man da als Profi üblicherweise? Umsetzen, ein Spiel spielen. Also,
Lass uns doch einmal zum Beispiel, weil ich würde mich gerne mal auf deinen Platz setzen, nach all der Zeit, mal gucken, wie das aus die Welt aus deiner total Perspektive. Anders. Wirklich, ne? Bestimmt, ja. Es kann sein, dass ich ein Linkshänder werde oder irgendwie sowas, dass irgendwas passiert, was irgendwas mit meinem Gehirn. Ich würde aber jetzt die Notizen schon dir zurückgeben. Darf ich aber dein Geld behalten, was hier liegt? Nein, oh Scheiße, ich bin drauf eingefallen. Ja. Das können wir uns wieder nicht angucken, ne? So. Genau. Es ist komplett anders. Ich habe das Gefühl, dass ich viel hässlichere Leute ins Publikum gesetzt bekomme als du. Du hast wirklich nur unglaublich schöne Leute, viel schöner auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, guck mal da. Voll hässlich, Mann. Damit das, weil das ist, ich habe eh das Gefühl, dass Charlotte und ich gegeneinander aufgehetzt werden von der Redaktion. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass... Techniker Scotty, Ursprung des Zitats, als Urvater aller Nerds. Denn die 1974 in Ostberlin geborene Informatikerin ist Autorin, Wissenschaftlerin und Nerdess, ein weiblicher Nerd, ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs und allerbeste Auskennerin in der gleichermaßen gefährlichen wie magischen Welt der vernetzten Bits and Bytes. Den hypergeheimen Bundestrojaner bezeichnete die Tochter eines Bausachverständigen und einer Archivarin schon mal als dilettantisch programmiert, weil sie die Bezahlkarte der Unimensa knackte, darf sie dort nicht mehr essen. Constanze Kurz ist natürlich nicht bei Facebook, meidet Google und besitzt ein abhörsicheres Handy, denn sie ahnt, weiß oder meint, dass in Deutschland mehr Telefone abgehört werden als in den USA. Romantische Erinnerungen hat die Passwortfetischistin an ihren ersten eigenen Computer, einen 386er mit Nadeldrucker. Wir sagen es mal in gutem alten Basic, 30 write, hallo Constanze Kurz, 40 go to 30. Constanze Kurz, werden wir wirklich so doll abgehört, wie du vermutest? Naja, das sind ja nicht unbedingt Vermutungen. Also, ich meine, das ist ja. Gibt es Beweise dafür, dass wir abgehört werden? Wir haben offizielle Zahlen, die natürlich von der Bundesregierung rausgegeben werden. Ich jetzt auch, oder ist es bei mir nur eine Psychose? Da bin ich jetzt nicht sicher. Good one, man. Der Einzige, der lacht, ist der, der eine hatte. Weißt du? Alle ihr versteht sich, euch richtig gut. Jetzt hört mal auf zu streiten, ich habe ihm ein paar Nüsse mitgebracht. Oh, ja. Echt, wo hast du die denn her? Friedrichshain. Oh, Friedrichshain, das ist dieser kultige, angesagte Bezirk in Berlin, wo alle sich gerade zum Gentrifizieren treffen. Ist da jetzt kein LSD dran? Das ist ja lieb. Hipster-mäßig. Ja, aber nicht, dass das jetzt irgendwelche... Because I'm a little bit nuts, you know. Crazy. You're crazy like a fool. Ja, natürlich habe ich es vorbereitet, klar. Ich hab in letzter Zeit so Probleme mit meinen Taschen hinten am Weisheitszahn. Wenn ich Nüsse oder Sesam esse, wirklich, dann so kleine Partikel... Ist beides drin. Ja, eben. Und wenn so kleine Partikel von Sesam und Nüssen verkriechen sich in meiner Tasche hinten, Zahnfleischtasche, am Weisheitszahn und gehen dann nicht mehr raus, nicht mehr manuell, also manuell muss man die rausmachen, nicht mehr mit Zahnbürste. Lecker. Also rausschaufeln. Ich habe mir mit so einem Schaschlikspieß so einen Haken gebastelt und kann dann da... wirklich. Zeig mal. Wirklich? Ja, das ist jetzt... Gut, ne? Nein, ist schon gut. Mit Nüssen ist wirklich eklig. Constanze Kurz, ich werde von dem Jan immer verarscht, weil ich habe auch Angst, dass wir überwacht werden und gehackt werden und alles. Und ich habe auf allen Laptops zu Hause die Kamera abgeklebt, weil ich Angst habe. Ja, ne? Echt? Hör auf. Siehst du, Jan, und ich bin die der Einzige hat in der Runde, Ahnung und du checkst Ich bin der Einzige in der Runde, der wirklich Angst davor haben müsste, dass Nein, jemand... Nein, come on, das ist nicht wahr. Na, es gibt bei vielen Betriebssystemen die Möglichkeit, hinterrücks an die Kamera zu kommen. Und wenn man das mal gesehen hat, dann klebt Linux? Man die ab. Du dich damals veränderst. Ey, ja, auf jeden Fall. Das haben nicht nur Freunde gemerkt. Ja, ja, natürlich. Was ist los mit dir? So, ich war auch nicht mehr zu fassen. Ich habe meinen Geburtstag mal gefeiert, irgendwo in so einem Club und habe Leute aus der ganzen Nation eingeladen und bin dann nicht hingegangen. Sondern war lieber irgendwie am Strand, am Wasser und habe es beobachtet. Und hast du auch Stimmen gehört? Nein, ich habe keine Stimmen gehört. Aber ich hatte tierische Paranoia. Also ich dachte, mich will jemand erschießen und ich muss mich die ganze Zeit verstecken. Und bin ich irgendwann mal... ganz früh morgens nach 7 Tagen nicht schlafen, bin nach Hause gegangen und hatte so das Gefühl, dass die Vögel in den Bäumen meine Gedanken sprechen und so. Und man ist in einer völlig anderen Welt. Also die ganzen Regeln. Aber es ist nicht von Drogen passiert oder so, weil man kann ja Sei auch ehrlich, praktisch wir können auch piepsen. Hast du irgendwie eine Psychose kriegen? Also ist man ja, praktisch sie kann wie so hängen bleibt sein. Sie kann, also wenn man, wie gesagt, nicht viel schläft und nicht viel isst, also wenn man sich irgendwie, aber dieses biologische Problem muss da sein. Also eine Psychose hat man.
dein Leben lang. Veranlagung. Also du hast genau. Es ist vererbt von deinen Eltern. Kann sein, dass es vererbt ist. Entschuldigung, wenn wir uns jetzt darauf so fixieren, ich möchte die Stimmung gerne auflockern mit einem Einspieler von Katharina Schüttler. ja, weil ich will jetzt nicht unsensibel sein, aber ich finde es auch wichtig, das dass wir unsere... Das ist von dir sehr unsensibel. Nein, aber ich finde ganz kurz... Nimm das wieder zurück, dass du den Einspieler anmoderierst. Ganz kurz, ich finde das Thema ist sehr wichtig, wir können auch gerne weiter darüber reden, aber ich möchte gerne alle Gäste in die Runde rein und wie sich das gehört für einen guten Gastgeber. Das ist Katharina Schüttler, meine Damen und Herren. Schon früh ist die kleine Katharina fasziniert von jenem magischen Musikinstrument, das schon so viele Menschen auf der ganzen Welt mit seinen bezaubernden Klängen in den Wahnsinn getrieben hat, der Blockflöte. Mit 8 verdient sich die 1979 geborene, flötenambitionierte Katharina mit dem hölzernen Folterinstrument ein paar Mark in der Kölner Fußgängerzone. Dass die exzentrische Tochter zweier ausgebildeter Schauspieler später auch größere Bühnen bespielen würde, steht schnell fest. Katharina Schüttler, von der natürlich immer schönen Iris Berben anerkennend, Kampfmaschine genannt und die beste Freundin von Daniel Brühl, studiert nach dem Abitur Schauspiel in Hannover. Es folgen große und kleine Filmrollen und Theaterengagements. 2006 wählt die Theater heute die sehr schlechte Lügnerin und leidenschaftliche Steuerzahlerin Katharina Schüttler zur Schauspielerin des Jahres. Bei der Dankesrede nach der Verleihung des Ulrich-Wildgruber-Preises greift Katharina, inzwischen Mutter einer Tochter namens, kein Scherz, Minze, noch einmal zur Flockblöte und quält das Publikum zum Dank mit einer hirnhauterschütternden Blockflötenversion von »I did it my way«. Leicht neurotisch, exzentrisch, sympathisch, hi Schüttler. Wildgruber-Preises greift Katharina, inzwischen Mutter einer Tochter namens, kein Scherz, Minze, noch einmal zur Flockblöte und quält das Publikum zum Dank mit einer hirnhauterschütternden Blockflötenversion von I did it my way. Leicht neurotisch, exzentrisch, sympathisch, hi Schüttler. Pass auf, und jetzt kommt nämlich die einfühlsame Frage direkt an das Thema vorher anschließt. Vielen Dank für die 10 Euro, für die ich gerade Joachim Deutschland verraten habe. Ja, aber echt. Arschloch. Hast du schon mal Angst davor gehabt, verrückt zu werden? Nee. Nee, aber, also mich, aber ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wie das passiert. Ja. Also wo, wie das passiert. Es gibt zum Beispiel in Berlin, wo ich wohne, in der Gegend eine Frau, die, glaube ich, Schauspielerin war und die verrückt ist. Und ich finde das total faszinierend. Also so, wann kippt das? Wann? Es geht langsam. Also bei einer Psychose geht es langsam. Das merkst du gar nicht. Das schleicht sich einfach ein. Und irgendwann ist man drin und ist nicht mehr ansprechbar für andere Leute. Und hast du auch wache Momente zwischendrin, dass du dann realisierst, warum habe ich jetzt gerade nackt auf... Nein, das ist einfach ein langsamer Weg bergab. Und man kriegt ihn mit, aber man verhindert ihn eigentlich bewusst nicht. Es gibt, seitdem das bekannt ist, dass ich irgendwie psychische Probleme habe, kriege ich auch dauernd E-Mails von Leuten, die ähnliche Probleme haben. Mhm. In der Klinik habe ich viele Leute kennengelernt mit demselben Problem und auch eben Depressionen und verschiedene psychische Störungen. Und eine Psychose ist wirklich biologisch und kann ausgeschaltet werden durch Medikamente, anders als eine Depression. Eine Depression hat man sein Leben lang und leidet auch sein Leben lang, mal mehr, mal weniger. Das heißt, du musst jetzt Psychopharmaka nehmen? Genau. Und die machen wahrscheinlich nicht nur Gutes mit dir, oder? Die machen ein bisschen müde. Ich nehme die, ja, die machen ein bisschen müde. Und deswegen auch kein Alkohol? Nein, vorher schon nicht. Okay. Ja, vor der Klinik schon. Ich habe wahnsinnig Angst. Ich würde gerne was fragen. Ist das eigentlich okay, dass man darüber lacht? Wer, ich oder? Nein, ich jetzt zum Beispiel. Wenn du das erzählst, und du erzählst es ja auch sehr unterhaltsam, und es, man hat schon den Impuls zu lachen, das mit dem UFO oder auch mit dem Nacken. Ist das eigentlich in Ordnung, dass man darüber lacht? Oder ist das, weil ich meine, das ist ja eine Leidensgeschichte. Es ist keine Leidensgeschichte. Also es ist schon eine Leidensgeschichte, wenn man drin ist, aber danach ist es eigentlich ganz cool. So, weil man kann. Also wir sollen jetzt ordentlich drüber lachen. Ja, aber man kann Lieder schreiben, so. Es gibt witzige Geschichten, die man erzählen kann. Sich selbst ausdenken und dann auch, ja. Und es ist krass. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt in 10 Minuten 3 Alben schreiben mit dem, was ich erlebt habe. Weil das war nicht nur einmal in der Klinik, das war über viele Jahre. Und warum immer im Sommer? Du hast gesagt, du warst immer im Sommer da? Schönes Wetter? Nein, weil im Sommer ist halt, da kann man länger draußen bleiben. Das ist einfach so eine Sache. Ich war in so einer destruktiven Beziehung zu der Zeit.
und habe dann jede Minute genutzt, um hier rauszugehen. Und im Winter ist es halt ein bisschen kälter, da geht man dann nach Hause. Aber im Sommer kann man 7, 8 Tage nicht schlafen, ohne dass man irgendwie... Und haben die anderen mit dir gemacht? Sag's ruhig. Na, mach mal kurz rein. Wow! Oh, tja, Helge Malcho. Millionen? Da, hättest du kein, da hätte er nämlich kein Eckbüro mehr bekommen, da hätte er die ganze Etage jetzt gehabt. So ist es nämlich. Und dann hat den Kölner Dom wir gekauft. Wir haben ja genau. im Frühjahr auch schon ein paar Sendungen gemacht, ne, von Rausch und Wimmern, wo wir noch so geübt haben ein bisschen. Die waren total und dann hat der Jan und auch die ganze Redaktion nicht gemerkt, dass ich immer heimlich Pieper-Autoren eingeladen habe. Von deinem Verlag? Ja, ja, ich bin ja bei Pieper dann gelandet, ne? Und jetzt kommen nämlich die ganzen Keep My Witch-Leute, zum Beispiel Frank Schätzing habe ich an. Also der, da bagger ich total dran, dass der kommt. Also Ranga Yogeshwar war schon da. Weil ich bei diesem Verlag bin. Absolut der einzige Grund. Jetzt ist deine Frage endlich beantwortet. Der einzige Grund, warum du hier bist. Du ist es raus? Nein, nie wieder. Man muss da drin bleiben. Muss du kriegst nicht. Es auch nicht raus. Ich denke, du kennst dich total aus und du bist ein Hacker und alles. Oh. Nein. Nee, darf man, ist das wieder eine Beleidigung? Ist das ich nicht. Ein ja, ist aus. Oh, kannst du mal meinen Druckertreiber. Ja, es nervt okay. Wahnsinnig, ne, wenn man sich auskennt. Gerade als Frau in dem Geschäft, sich mit Computer auszukennen. Wie bist du überhaupt? Also, du bist doch. Oh ja. Sexy. Ja, ja, ja. Nein, ja. Pass auf. Nee, wenn du Sprecherin des Chaos Computer Clubs bist, dann musst du schon mehr auf Zack sein, als einfach nur einen Drucker einrichten können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, aber Frauen müssen überall mehr auf Zack sein als Männer an derselben Stelle. Aber es ist nun mal, machen wir uns nichts vor, Leute, die ihr Beruf mit Computerwissen verdienen, sind meistens Männer. Das sind einfach, ist eine ganz klassische. Ist das jetzt ein sexistisches Vorurteil? Ja, bestimmt. Ich höre nie zu, sieht wenn das du aus, redest. Wenn man telefoniert, ist so groß. Das sieht aus, als du dann ja, dein Kopf iPad ist aber sehr klein. Oder ist es jetzt ein Telefon? Nee, ist eine Männerdomäne. Eine man Männerdomäne. Kann da auch Gemüse draufschneiden. Ja, ist eine Männerdomäne. Wie boxt man sich da durch als Frau? Man boxt sich da dann gar nicht durch. Also, ich meine, wir sind irgendwie so, das ist schon im Studium so gewesen und im Club ist das auch nicht anders. Das sind halt immer so 10-12%. Was hast du denn studiert? Informatik? Okay. Ich finde aber, überall sollte ein Quotenhacker sein. Das finde ich schon wichtig, auch damit man weiß, dass es die gibt. Ja. Bist du nicht für die Frauenquote? Ja. Guck mal bitte die Runde an. Warum reden wir überhaupt über Frauenquote? Wir brauchen eine Männerquote. Jetzt hör mal auf, ohne ja, Scheiß. Wir haben in jeder Sendung immer nur Männer gehabt. Das ist ja die einzige Runde von allen Sendungen, die wir bis jetzt gemacht haben, wo mehr Frauen als Männer. Und was passiert? Eine sagt direkt ab. Private Geschichten. Die andere Frau hat auch abgesagt. Die hat ihre Periode. Ihre Regeln. Natürlich. Oh, Spuck. Entschuldigung. Periode kann man, glaube ich, sagen. Regel aber, glaube ich, nicht. Wieso nicht? Naja, weil es eklig ist. Nee, aber, wie viel Prozent hättest du denn gern? Ich könnte jetzt sagen, also das ist jetzt so eine blöde... Na, also, es geht jetzt hier ja um die Medienfrauen an der Stelle. Und da ist die Forderung, die offizielle 30, was ich ziemlich albern finde. Warum soll ich mich mit 30 zufrieden geben? Und dann ja, aber die anderen 20% sind Schwule. Schneiden wir hinterher raus. Okay. Also ich finde halt diese Forderung nach 30% schon... Und wann schreibst du das dann? Direkt an dem Abgabetag oder... Nee, bei Spiegel Online ist es ganz lustig, die Kolumne ist immer sonntags drin und ich muss freitags abgeben. Das heißt, ich muss freitags ein Thema haben, das sonntags noch aktuell ist, das aus der Woche ist, aber noch nicht durchgenudelt. Und das ist natürlich ganz super. Also nee, das ist wirklich schwierig. Also find mal irgendwas, was Sonntag noch funktioniert, aus der Woche, was aber noch nicht durch ist. Kriegen denn alle das Gleiche an Kohle? Das weiß ich nicht. Kannst du nicht mal die anderen einladen und die auffahren? Ja, würde ich gerne, aber ich traue mich halt nicht. Also so Leute wie Sascha Lobo zum Beispiel, ich glaube, der wird mehr bekommen. Weil ich habe gerade gesehen, der Augstein hat sein Foto geändert. Welcher ja, Augstein? Das vorherige war viel besser, finde ich. Ist das denn eitel? Also warum macht er alleine, ändert er sein Foto und ihr alle nicht? Jan Fleischhauer hat neulich auch sein Foto geändert und wahrscheinlich war das dann das auslösende Moment. Aha, also es gibt eine leichte Konkurrenz zwischen Jakob Augstein und Jan Fleischhauer. Mit Sicherheit. Oh. Interessant. Wer besser aussieht und so, ne? Total geil. Und die profilieren sich immer so über Inhalte. Geht nur um Optik, letztlich, bei Spiegel Online. Nee, weil ich hab gedacht, das ist so ein Ding, was man so macht für 150 Euro, weil man bei Spiegel Online nicht so richtig viel Geld verdienen kann. Aber für mehr als 150 Euro ist schon erstaunlich. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben für die Süddeutsche Zeitung, jetzt.de Magazin. Da habe ich 100 Euro für bekommen. Für einen Text, den ich mir jede Woche aus den Fingern gezogen habe. Wirklich echt total wenig. Ja, dazu gehören aber zwei, da muss man auch ja zu sagen. Ja, das stimmt. Das war die Nachfolgekolumne von Sarah Kuttner. Ja, dass du schlecht verhandelt hast direkt schon am Anfang. Ich habe das Honorar. Sagen, hallo, ich nein, bin geil. Ich habe das Honorar von Sarah Kuttner übernommen. Hat man mir erzählt. Sarah Kuttner hat auch jahrelang so viel bekommen. Yeah, right, haben sie erzählt. Ich glaube nicht, dass Sarah Kuttner. Also man muss ja mal kurz sagen, dass wirklich die Honorare generell echt scheiße sind und bei Tageszeitungen umso mehr.
eigentlich zahlt Spiegel Online auch nicht viel, aber es ist klar, wenn sie da Kolumnisten haben wollen, die für was Bestimmtes stehen und so, dann ist auch klar, dass da ein bisschen mehr Geld drin ist. Ansonsten ist das in etwa das für was stehst du? Ich glaube, ich bin da die lustige Tante für alles. Ist das hier schon Sibylle Berg? Sibylle Berg ist die lustige Tante für alles mit Nachdenken. Und ich oder bin die Psychose, je nachdem. Oder Psychose. Je nachdem, wie man sie findet. Achso, yeah. du Comedy, du bist also quasi Comedy nur nein, zum Schreiben. Nein. Ich habe ja ein Anliegen, ich will ja die Welt retten. Und von daher, wenn jetzt wie aktuell zum... ich habe ein Anliegen. Ich mache das ja nicht nur zum Spaß. Jetzt lass uns doch endlich mal das machen, warum wir heute diese Gäste, gerade im Speziellen euch, liebe Gäste, hier haben. Wir wollen nämlich reden über folgende Prominente, über Annemarie Warncross, über Christine Neubauer und über Markus Lanz. Und der Knopf darf benutzt werden. Genau, also Annemarie Warncross, Moderatorin von TAF. Wer kennt die nicht? Du guckst nicht genug Fernsehen. Ihr kennt die alle nicht? Seid ihr bescheuert oder was? Ich gucke aber auch, es liegt echt an der Fernsehlosigkeit. Heißt sie wirklich aber so, dass sie einen Künstlernamen? Annemarie Warncross, aber das ist dieses... Sie fragt uns, was die mal hier war? Das kann man doch nicht heißen. Aber dieses Postmoderne, ich habe keinen Fernseher, das ist doch heutzutage wirklich schon überkommen. Das ist doch, was soll man denn dann sagen, wenn man keinen Fernseher hat? Ich habe Internet Wir können uns mit Leuten nicht mehr unterhalten, die keinen Fernsehen gucken. Wir sind aus einer anderen... die für was Bestimmtes stehen und so, dann ist auch klar, dass da ein bisschen mehr Geld drin ist. Ansonsten ist das in etwa das für was stehst du? Ich glaube, ich bin da die lustige Tante für alles. Ist das hier schon Sibylle Berg? Sibylle Berg ist die lustige Tante für alles mit Nachdenken. Und ich oder bin die Psychose, je nachdem. Oder Psychose. Je nachdem, wie man sie findet. Achso, yeah. Comedy, du bist also quasi Comedy nur nein, zum Schreiben. Nein. Ich habe ja ein Anliegen, ich will ja die Welt retten. Und von daher, wenn jetzt wie aktuell zum... ich habe ein Anliegen. Ich mache das ja nicht nur zum Spaß. Jetzt lass uns doch endlich mal das machen, warum wir heute diese Gäste, gerade im Speziellen euch, liebe Gäste, hier haben. Wir wollen nämlich reden über folgende Prominente, über Annemarie Warncross, über Christine Neubauer und über Markus Lanz. Und der Knopf darf benutzt werden. Genau, also Annemarie Warncross, Moderatorin von TAF. Wer kennt die nicht? Du guckst nicht genug Fernsehen. Ihr kennt die alle nicht? Seid ihr bescheuert oder was? Ich gucke aber auch, es liegt echt an der Fernsehlosigkeit. Heißt sie wirklich aber so, dass sie einen Annemarie Warncross, aber das ist dieses... Sie fragt uns, was die mal hier war? Das kann man doch nicht heißen. Aber dieses Postmoderne, ich habe keinen Fernseher, das ist doch heutzutage wirklich schon überkommen. Das ist doch, was soll man denn dann sagen, wenn man keinen Fernseher hat? Ich habe Internet Wir können uns mit Leuten nicht mehr unterhalten, die keinen Fernsehen gucken. Wir sind aus einer anderen Generation. Weil wir gucken nur Fernsehen, Jan und ich, zu Hause. Im Bett, wenn wir zusammen im Bett liegen. Wenn wir nicht nachdenken, gucken wir Fernsehen. Dann Christine Neubauer. Christine Neubauer kennt ihr doch, das ist das Super-Vibe. Christine Neubauer. Ist das nicht moppelig? Wer ist das? Hat die für so eine Haus-Werbung gemacht? Nein, die ist auch nicht. Was ist denn das hier für eine Runde? Ich kenne die. Also ich kenne sie aber erst so richtig seit einem Dreivierteljahr. Ja, da war ich zum Drehen in der Wohnung und da gab es Fernseher und dann haben wir die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Aber hast du dann gesehen, wie das hier... Ich war total schockiert. Ich konnte es nicht fassen, also ich konnte das Fernsehen gucken nicht fassen, was da so läuft. Aber dann habe ich zum ersten Mal einen Film mit der gesehen. Ich war total schockiert. Wovon denn? Von der schlechten schauspielerischen Leistung? Von oder allem. Von den... das war so schlecht. Also dieser ganze, da, war sie irgendwie, da war sie Ärztin in Thailand und hat so ein kleines Mädchen irgendwie gefunden. Und ich weiß nicht, es war schockierend. Aber der ganze so Film, aber auch jeder wie sie, Film also von der, nicht, wo die mitspielt, genauso krass. Aber das Ding ist doch... warum wir uns über sie unterhalten wollen, dass sie jetzt ein Total Makeover hinter sich hat. Sie sieht komplett anders, als ob sie im Gesicht und kann zum Beispiel ihre bewegen. Und wahrscheinlich wird sie allen sagen, es ist alles total. Bewegen? Sie kann ihre Brüste, weiß nicht, ob sie die noch bewegen kann. Es ist ein Trick, dass die hat sich gedacht, wenn die gerade so super krass abnimmt, dass weil dann alle denken, ja klar, die war ja vorher dick im Gesicht und jetzt ist normal. Und das Schlimme ist, aber das müsste dann ja runterhängen. Wir gucken halt super viel Fernsehen. Und das Schlimme ist, sie wird dann in Interviews natürlich sagen, ja, sie hat jetzt einen Personal Coach genommen, macht ganz viel Pilates und auch isst nur noch Kürbis. Gesichtstraining. Sollen denn die Frauen sich um die scheiß Kinderbetreuung kümmern? Also wenn man das zum Männerthema machen würde, dann wäre das ja alles schon längst geregelt. Da gibt es auch bald die Herdprämien, da wird doch alles wieder gut. Das wäre sowieso total super. Ich kaufe mir auch einen. Ist ja leider verschoben worden, ja. Für die Herdprämie. Vom Geld kaufe ich mir sofort einen Herd. Du hast drei Kinder, Joachim. Wie macht ihr das denn mit der Betreuung? Bist du ein Vollzeit-Daddy oder bist du auch ein Verantwortung-Wegschieber? Ich bin Vollzeit-Daddy. Ja. Sind die Kinder absolut denn alle in einem Haushalt? Nein, eins ist... Gute Frage. Ja, weil dann ist ja die Betreuung auch schwieriger. Wie viele Mütter gibt es denn zu den drei Kindern? Zwei. Okay. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder zu Hause. Eins ist mit der vorigen in München und das
Vierte, das jetzt kommt, ist auch mit meiner Frau. Also wir haben dann drei Kinder zusammen, leben zusammen. Und ja, ich bin Hausmann, wenn ich nicht Rockstar bin. Ne? Also wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs. Aber wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich Domino. Nee, aber dann helfe ich halt mit, dann machen wir alles zusammen. Irgendwie. Und deine also Frau ich bin ist halt zu Hause, oder? Sie ist zu Hause, ja, sie ist zu Hause. Und ich, aber das ist für mich, ich sehe das schon, ich finde es schon sehr wichtig, dass wenn man das Ziel hat, irgendwie eine Familie zu gründen, eine größere Familie als nur ein Kind, ne, dann ist es für mich schon wichtig, dass einer zu Hause bleibt. Aber ob das der Mann oder die Frau ist, ist mir egal. Oder sich abwechseln vielleicht. Was auch immer. Ja. Ne, also ich würde nie meiner Frau irgendwie verbieten zu arbeiten oder so ein Kram. Das ist ja Schwachsinn. Wie machst du das denn mit den Zwillingen? Hälfte. Zwei. Zwei Zwillinge? Mhm. Ja, jetzt, also Zwillinge. Also Hälfte, Hälfte heißt jeder dann ein Kind. Jeder, also halbwegs paritätisch tatsächlich. Paritätisch, auch ein Fremdwort. Ja. Entweder du arbeitest oder deine Frau. Genau. Okay. Und du, Charlotte? Das Kind ist im Prinzip die ganze Zeit weg. Allein. Es ist ja schon so alt. Wie alt ist es denn? 19. Nee, 15. Das ist in der Tat echt alt. Also mein Kind muss nicht mehr betreut werden. Ihr habt beide Kinder. Du, genau, Minze, ne? Minze. Wie, ganz kurz mal immer, warum Minze? Also bestimmt, also, aber ist natürlich schon ein extravaganter Name. Also nicht Minze Schüttler, ne, sondern Minze Franzen. Ach, dann ist ja viel cooler. Minze Franzen. Ach, dann. Nee, weil das war eine Brieffreundin von Franz Kafka. Und dann Minze? Haben wir mal, ja, Minze Eisner. Wir haben vor Jahren mal vor einem im Museum gestanden, vor einem so einem. Ich denke, so das war eine richtige Freundin, also sozusagen eine Geliebte, nicht eine Brieffreundin. Nee. Die haben sich im Sanatorium eine kennengelernt. Eine Chatbekanntschaft, so. Genau. Würde man heute sagen. Bei Facebook sich angechattet. Ja, ohne Sex und so, glaube ich. Und dann haben wir das gelesen, Minze Eisner, und haben im gleichen Moment beide laut gesagt, Minze Franzen, wenn wir jemals eine Tochter kriegen sollten. Ihr wohnt in Berlin? Ja. Das heißt, da ist es eh nicht so ungewöhnlich, dass ein Kind so heißt. Ne? Aber in Köln aber beispielsweise Minze kann mir... Minze geht echt, weil Minze ist, finde ich, jetzt nicht so Talula. Hagebutte so, also wäre noch ein bisschen schlechter, so. Ja, aber Minze ist... Ich habe es jedes Mal gemerkt und eine Psychose ist sehr tückisch, weil sich das langsam entwickelt. Also es ist nicht so, dass man irgendwann aufwacht und dann irgendwie Paranoia hat, sondern das entwickelt sich so langsam. Also, aber was sind denn Anzeichen dafür? Woran merkt man, dass eine Psychose... beschleicht. Man merkt es, wenn man merkt, dass man plötzlich nackt auf der Straße steht zum Beispiel. Ja, aber doch nicht plötzlich. Man steht auf einmal und denkt man... Nee, man geht nackt raus. So. Man macht es extra. So. Man denkt sich, okay, ich gehe da jetzt... Also bewusst, du hast gesagt, ich gehe jetzt da raus und mache das. Und während du das gemacht hast, wusstest du... Ich war mir dessen bewusst, genau. Und dass es nicht in Ordnung ist für manche Leute, die das sehen. Oder? Das war mir aber egal. Okay. Also in der Psychose ist einem alles andere völlig egal. Also es geht nur noch um den eigenen Film. Ne? Also man aber schläft wenig. Aber auch um die Provokation oder so? Oder um das, was passiert, wenn ich das mache? Nee, also ich habe zum Beispiel da gibt's keinen Grund dafür. Da gesessen, als ich mich umgezogen habe. Und dann dachte ich, es ist ja eigentlich peinlich, dass man sich jetzt umzieht so ein bisschen. War mir so unangenehm. Und dann habe ich kurz den Gedanken gehabt, wie das wäre, wenn man sich einfach nackt hier hinsetzen würde. Aber nicht, dass ich das dann machen würde. So wie wenn man manchmal so fängt es an, oder? Also ja. Es fängt damit an, dass man wenig schläft, wenig isst, so, nicht auf sich achtet. Und dann ist es wie ein Film. Also man sieht ein UFO und dann will man wissen, wo man es gelandet ist. Dann muss man da hin und es ist irgendwie... Aber es ist halt nicht wirklich da, das UFO. Doch, klar ist es da. Ich sehe es ja. Haben denn Freunde gemerkt, dass du dich damals veränderst? Ey, ja, auf jeden Fall. Es haben nicht nur Freunde gemerkt. Ja, ja, natürlich. Was ist los mit dir? So, ich war auch nicht mehr zu fassen. Ich habe meinen Geburtstag mal gefeiert, irgendwo in so einem Club und habe Leute aus der ganzen Nation eingeladen und bin dann nicht hingegangen. Sondern war lieber irgendwie am Strand, am Wasser und habe es beobachtet. Und hast du auch Stimmen gehört? Nein, ich habe keine Stimmen gehört. Aber ich hatte tierische Paranoia. Also ich dachte, mich will jemand erschießen und ich muss mich die ganze Zeit verstecken. Und wenn ich irgendwann mal ganz früh morgens nach 7 Tagen nicht schlafen, irgendwie nach Hause gegangen und hatte so das Gefühl, dass die Vögel in den Bäumen meine Gedanken sprechen und so. Und man ist in einer völlig anderen Welt. Also die ganzen Regeln. Aber es ist nicht von Drogen passiert oder so, weil man kann ja sei auch ehrlich, praktisch wir können auch piepsen. Hast du irgendwie eine Psychose kriegen? Also ist man ja, praktisch ja, sie kann wie so hängen bleibt sein. Sie kann also wenn man wie gesagt nicht viel schläft und nicht viel isst, also wenn man sich irgendwie. Aber dieses biologische Problem muss da sein. Also eine Psychose hat man.
Das heißt Leben auch Veranlagung. Lang. Also du hast genau. Es ist vererbt von deinen Eltern. Kann sein, dass es vererbt ist. Entschuldigung, wenn wir uns jetzt darauf so fixieren, ich möchte die Stimmung gerne auflockern mit einem Einspieler von Katharina Schüttler. ja, weil ich will jetzt nicht unsensibel sein, aber ich finde es auch wichtig, das dass wir unsere... Das ist von dir sehr unsensibel. Nein, aber ich finde, ich finde, ja, ich finde ich ganz wieder kurz... zurück, dass nein, du den Einspieler ja, anmoderierst. Ganz kurz, ich finde, das Thema ist sehr wichtig, wir können auch gerne weiter darüber reden, aber ich möchte gerne alle Gäste in die Runde rein und wie sich das gehört für einen guten Gastgeber. Das ist Katharina Schüttler, meine Damen und Herren. Schon früh ist die kleine Katharina fasziniert von jenem magischen Musikinstrument, das schon so viele Menschen